So, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum zweiten Mal, aber nicht minder herzlich, ein herzliches Grüß Gott heute Abend. Ich grüße Sie alle, die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die Gäste aus nah und fern hier in der Halle, aber auch die, die uns im Livestream zugeschaltet sind. Meine Damen und Herren, unsere Stadt erlebt Monate einer emotionalen und gesellschaftlichen Achterbahnfahrt. 2023 noch stolze Außerrichterin der baden-württembergischen Heimattage. Am 27. Januar 3000 Menschen auf dem Biberacher Marktplatz versammelt, um sich für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus zu positionieren. Und dann kam der 14. Februar 2024, der politische Aschermittwoch der Grünen. Und wie ich immer so gerne eigentlich feststelle, neben den Filmfestspielen und unserem Schützenfest ist der politische Aschermittwoch der Grünen einer der Events, die garantiert für ein überregionales Interesse sorgen. Dieses Jahr allerdings in ungeahnten Dimensionen. Seitdem steht Biberach nolens volens weniger für die weltoffene, zugewandte, ehemalige paritätische, freie Reichsstadt, in der über 100 Nationen friedlich und wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich leben und arbeiten. Seitdem steht der Name unserer Stadt sinnbildlich für ein neues Niveau undemokratischer Unkultur, der Verunmöglichung von politischer Begegnung, von Diskussion, aber auch von Diskurs. Ich habe in einem der vielen Interviews, die dann zu führen waren, gesagt, das tue mir körperlich weh. Ich wiederhole das heute Abend bewusst, denn in der Tat, wenn man die DNA der Menschen, die hier leben und die ihre Stadt prägen, kennt, dann stehen die Ereignisse vom 14. Februar in krassem Gegensatz zu dem liberalen, toleranten Geist unseres Way of Life. Aber ich möchte es andersherum sagen und ausdrücken. Der politische Aschermittwoch der Grünen, übrigens völlig unabhängig vom politischen Standpunkt, das ist ein Highlight, auf das wir uns in Biberach jedes Jahr freuen und auf das wir als Stadt stolz sind, dass wir diese Veranstaltung hier bei uns haben. Meine Damen und Herren, ich denke, Sie haben es unserer Einladung entnommen. Es soll heute in eher kleinen Dosen um den pathologischen Blick nach hinten gehen. Ostern steht ins Haus und da geht es nach tiefem Leid und Schmerz um den Weg nach vorne. Um das auf uns zu übertragen, ja, das war ätzend und schmerzvoll und es darf sich nicht wiederholen. Aber Demokratie ist immer chancenorientiert und nicht risikoverliebt. Und ja, Demokratie ist anstrengend. Und wenn Sie das auch so sehen, dann sind Sie heute Abend richtig. Und ich darf die Gäste hier in der Halle, aber auch die Online-Gäste unseres Livestreams begrüßen. Diese Halle war übrigens anno 2020 auch Schauplatz des politischen Aschermittwochs der Grünen, übrigens auch mit Bauerndemonstrationen direkt vor der Halle. Und dann ging es für 2,5 Jahre ab in Sachen Corona, aber das vergessen Sie jetzt gleich wieder. Wir, meine Damen und Herren, kein Pluralis Majestatis, wir, das sind der Landrat Mario Glaser, den ich herzlich willkommen heiße, und ich, wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir die Landesspitze für diesen politischen Abend gewinnen konnten. Was für ein grandioses Signal der Überparteilichkeit, des demokratischen Schulterschlusses und der gegenseitigen Respektsbekundung. Herzlich willkommen unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und unserem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenminister Thomas Strobel. Meine Herren, dass Sie beide da sind, das ist ein demokratischer Ritterschlag für diesen Abend, für unsere Stadt, auch für den Landkreis. Und wir sagen dafür von herzlichen Danke. Mein ebenso herzlicher Gruß, verbunden mit einem Dank, gilt Herrn Polizeipräsidenten Bernhard Weber vom Polizeipräsidium Ulm, der sicherlich auch intensive Wochen durchlebt hat. Und das ist, glaube ich, noch etwas zaghaft formuliert. Der Giegelberg ist heute Abend der sicherste Ort Baden-Württembergs.
Und wenn Sie es auch nicht hören können, möchte ich mich ganz herzlich bei den Polizistinnen und Polizisten für ihren Dienst bedanken. Ich freue mich, dass unsere drei Bundestagsabgeordneten heute Abend unter uns sind. Die eine Dame fehlt noch. Aber auch das ist ein Statement, das wir sehr zu schätzen wissen und das eine klare demokratische Sprache spricht. Herzlich willkommen. Ich nehme an, Sie ist auch noch im Anflug. Anja Reinalter, Josef Rief und Martin Gerster. Ebenso begrüße ich aus dem Landtag die Abgeordnete Petra Krebs. Da haben wir jetzt gerade vom Anflug gesprochen, aufs Wort. Und ich darf herzlich begrüßen noch Staatssekretär Arne Braun vom MWK. Schön, dass Sie alle da sind. Es freut mich sehr, dass heute zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus den demokratischen Herzkammern des Landkreises, der Kreistag und der Stadt Biberach, unser Gemeinderat, hier sind. Urbi et Orbi, wie ich immer so gern und schön sage, sind Sie herzlich in Biberach willkommen und begrüßt. Mit Ihnen begrüße ich die Führungsmannschaften des Landratsamts und der Stadtverwaltung sowie die Mitglieder unseres Biberacher Ehrens- und Ordenskapitels. Ganz herzlich darf ich eine Vielzahl von Medienvertreter und Vertreterinnen begrüßen und bedanke mich vorab für Ihre umsichtige Berichterstattung. Meine Damen und Herren, im zweiten Teil dieses Abends, nach den Impulsen von Herrn Ministerpräsident und Herrn Minister Strobel, werden Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen hier auch live zu stellen. Und selbstverständlich werden auch Fragen zu Wort kommen, die vorab eingereicht worden sind. Aber das wird Ihnen unser Moderator, Herr Gerd Mägerle, der Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung, noch näher erläutern. Und ich darf ihn ebenfalls ganz herzlich heute Abend hier begrüßen. Meine Damen und Herren, im Beifang geht es heute auch um das von mir eingangs bemühte neue Label der Stadt, auf das wir alle sehr gerne verzichtet hätten. Aber wirklich nur im Beifang. Denn wir sind selbstbewusst genug, um festzustellen, das war nicht Biberach. Das war und ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich bei uns entladen hat. Denn viel wichtiger als die weiße Weste unserer Stadt ist doch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Nennen Sie es unseren Gesellschaftsvertrag, nennen Sie es demokratische Spielregeln oder die Architektur unserer Demokratie. Wie tragen wir Konflikte und Diskrepanzen aus? Wie kommen wir zueinander, finden Kompromisse und finden Lösungen? Wo setzen Recht und Anstand dem Streit dann auch aber Grenzen? Und wie viel Härte müssen wir alle miteinander, die im politischen Umfeld tätig sind, ertragen und aushalten? Das sind Kernfragen der Demokratie und um die soll es heute Abend gehen und zwar mit einem grundsätzlichen Optimismus. Denn die freiheitliche Demokratie, die eben auf Auseinandersetzung, auf Debattenkultur fußt, auf bürgerschaftlichem Selbstbewusstsein, diese freiheitliche Demokratie ist die beste aller Staatsformen und es darf zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes auch noch einmal gesondert unterstrichen werden. Lieber Herr Ministerpräsident, lieber Herr Minister, wir sind nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Bitte schön. Ja, lieber Oberbürgermeister Zeidler, lieber Herr Landrat Glaser, geschätzte Abgeordnete aus dem Bundes- und dem Landtag, meine Damen und Herren. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung nach Biberach. Bin wirklich sehr gerne gekommen und ich fand es eine sehr gute Idee.
Ich habe mir auch sagen lassen, die Veranstaltung wird im Netz übertragen. Schauen vielleicht auch ein paar Leute zu, die nicht so viel über Stadt und Region wissen. Und die Bibrach das erste Mal am Aschermittwoch wahrgenommen haben. Deshalb einfach vorab ein paar Worte zu einer Stadt und einer Region, die ja nicht nur inmitten einer herrlichen Naturlandschaft liegt. Ich komme gerade aus Laupheim und habe den Sonnenuntergang gesehen mit dem Himmel über dem lieblichen Oberschwaben. Also schon eine grandiose Landschaft. Sondern diese Landschaft hat auch eine ganz besondere kulturelle Tradition. 5 Minuten von hier entfernt steht die St. Martinskirche, die zweitälteste Simultankirche Deutschlands. Simultan heißt, Protestanten und Katholiken nutzen sie gemeinsam. Das ist jetzt im Jahr 2024 natürlich keine besonders aufregende Nachricht. Allerdings wurde diese Simultankirche bereits im Jahr 1548 geweiht, also vor knapp 500 Jahren. Zu einer Zeit, als Protestanten und Katholiken sich hart bekämpft haben. Und es war damals ein echter Kampf der Kulturen, nur nicht hier in Biberach. Hier hat man eben nicht aufeinander eingeprügelt, sondern ist aufeinander zugegangen. Ein Beispiel, das leider kaum aufgegriffen ist, waren ja lediglich 4 oberdeutsche Städte, die diesen Augsburger Religionsfrieden aufgenommen haben, sodass der Konflikt der Konfessionen, natürlich getriggert durch die ganzen Machtauseinandersetzungen, aber er war eben konfessionell hinterlegt, sodass dieser Konflikt der Konfession schließlich in die Katastrophe des 30-jährigen Krieges führte. Hier war es eben anders. Und wenn es überall so gewesen wäre wie hier, wäre es zu diesem Krieg einfach nicht gekommen. Und daran sehen wir nochmal, alles hat immer seinen Anfang, im Guten wie im Schlechten. Auch im Bauernkrieg der Jahre 1524-25 sah hier manches etwas anders aus. Wir machen da jetzt eine große Landesausstellung, können sich das dann nochmal zu Gemüte führen. Die Bauern aus der Nachbarschaft, die als Baltringer Haufen berühmt wurden, forderten nämlich den Verzicht auf Gewalt, entwarfen eine eigene Verfassung und wählten ihre Vertreter demokratisch. Das waren die ersten Gehversuche in Richtung Menschenrechte und republikanischem Staat. Genau hier, mitten in Oberschwaben. Die Botschaft war also, das heiligt nicht im Gegeneinander, in Hass und Streit, sondern im Zusammenhalt. Und das zeigt, dass das, was wir hier vor wenigen Wochen beim politischen Aschermittwoch gesehen haben, überhaupt nicht typisch für Stadt und für die Region gewesen ist, sondern ein Ausreißer. Und das ist der wirkliche Sinn dieser heutigen Veranstaltung. Das will ich einfach nochmal sagen, zu zeigen, was ist die Tradition und das Leben dieser Stadt über all die Zeiten hinweg. Das soll die Botschaft des heutigen Abends sein. Es war ein Ausreißer. Gewaltsame Auseinandersetzungen stehen nicht für den Geist, die Werte und die Geschichte von Stadt und Region, genauso wenig wie andere mundtot zu machen. Also, das will ich einfach nochmal sagen, darum geht es heute Abend, das Signal zu setzen für die Zukunft, denn so wie die Tradition der Vergangenheit war, so soll sie auch weitergetragen werden. Vielleicht doch ein paar Worte zu dem, was hier am Aschermittwoch eigentlich passiert ist. Zum einen haben wir ja eine ganz ordentliche Demonstration genau hier auf dem Giegelberg erlebt, organisiert von einer Reihe von Bauern.
Ich meine, die waren jetzt auch nicht gerade pflegeleicht. Ja, und der Landwirtschaftsminister Schewestimir hatte ja jetzt keinen leichten Stand. Aber das bewegte sich alles im Rahmen einer demokratischen Auseinandersetzung. Und zum anderen war 300 Meter von ihr entfernt eine nicht angemeldete Demonstration vor der Halle, die aus dem Ruder gelaufen ist und wegen der Veranstalter die Notbremse gezogen hat, im Einvernehmen mit der Polizei und die Veranstaltung abgesagt hat, damit niemand gefährdet wird. Hier auf dem Giegelberg sind Landwirte für ihre Interessen eingetreten und haben eine wirtschaftliche Perspektive für ihre Höfe eingefordert. Das ist ein Thema, das uns alle angeht und das auch die Landesregierung umtreibt. Schließlich geht es ja um unsere Lebensmittelversorgung und nicht um irgendwelche beliebigen Produkte. Und diese Lebensmittel werden heute in einem großen Spannungsverhältnis produziert. Steigende Ansprüche der Gesellschaft auf der einen Seite, qualitativ hochwertige Lebensmittel, mehr Tierwohl, weniger Düngemittel und Pestizide. Ein gewaltiger Kostendruck auf der anderen Seite, weil der Handel auf die Preise drückt und viele nicht bereit sind, für ihre Ansprüche auch zu bezahlen. Und da haben die Landwirte einen großen Rückhalt in der Landesregierung, auch von mir ganz persönlich. Ich will ein paar Beispiele nennen, das zu zeigen, dass es jetzt nicht nur Floskeln sind. Beim Bienenvolksbegehren zusammen haben wir das mit den Bauern abgeräumt. Es hätte Tausende von Betrieben die Existenz gekostet, wenn diese Volksabstimmung durchgekommen wäre. In die geplante Pestizidrichtlinie der EU bin ich wirklich reingegrätscht, die zum Beispiel massenweise den Winzern das gar ausgebedeutet hätte. Und noch bevor auch nur ein Traktor gegen die Kürzung des Bundes beim Agrardiesel auf der Straße war, habe ich in der Bundesregierung zusammen mit Bundesagrarminister Özdemir interveniert und durchaus mit Erfolg. Außerdem sind wir mit den Bauern im intensiven Gespräch, zum einen in unserem Strategiedialog Landwirtschaft, den wir vor 2 Jahren ins Leben gerufen haben und der jetzt im Herbst seine Ergebnisse vorlegen soll, also längst bevor es jetzt zu diesen Demonstrationen kam, weil wir schon lange wissen, dass es so nicht weitergehen kann, und zum anderen über die Ereignisse der letzten Wochen. Letzte Woche hat meine Landtagsfraktion eine Gruppe von Landwirten eingeladen. Da kam eine lange Liste von Herausforderungen zusammen, mit denen sich die Bauern rumschlagen müssen. Das kann ich jetzt natürlich nicht im Detail wiedergehen. 2 Dinge wurden allerdings sehr deutlich. Erstens, die Kürzung beim Agrardiesel ist nur ein Problem unter vielen, und die allermeisten hat nicht die derzeitige Bundesregierung zu verantworten, sondern die Vorgängerregierung oder die EU-Kommission. Und zweitens, trotz aller Wut, die sich da teilweise aufgestaut hat, ist es möglich, über Lösung zu sprechen. Und erst heute im Bundesrat, im Zusammenhang mit dem Wachstumschancengesetz, das wir da heute mit verabschiedet haben, gab es einen 10-Punkte-Katalog in einer Protokollerklärung der Bundesregierung zur Entlastung der Landwirtschaft. Also man sieht, wir reden wirklich über Lösung und handeln in diese Richtung. Was allerdings am Aschermittwoch vor der Halle stattgefunden hat, nicht vor dieser, sondern vor der unten, war etwas ganz anderes. Da waren Leute unterwegs, denen ging es nicht um die Zukunftschancen der Bauern. Die wollten nicht was zum Besseren bewegen, denen ging es ausschließlich darum, einfach die Wut rauszulassen und die Wut anderer anzustacheln, Emotionen hochzukochen und andere zum Schweigen zu bringen. Und sowas zerstört am Ende den Kern der liberalen Demokratie, was sie ausmacht, nämlich argumentieren.
zur Sache reden, das ist der Kern einer liberalen Demokratie. Ich meine, das heißt, dem Missverständnis darf man vorbeugen, das heißt nicht, dass es keinen Streit geben darf. Streit gibt es zuhauf und immer in der Demokratie. Und wo es keinen gibt, gibt es auch keine Demokratie. Also das wäre ein großes Missverständnis. Streit gibt es zuhauf und das ist auch in Ordnung. Warum? Wir sind schließlich alle verschieden. Jeder von uns ist ein Unikat und jeder lebt anders und hat einen anderen Beruf und andere Interessen und eine andere Branche und so weiter und so fort. Und das führt einfach zu unterschiedlichen Perspektiven und zu unterschiedlichen Interessen. Dazu haben wir auch unterschiedliche Werte. Die einen wollen mehr Freiheit, die anderen wollen mehr Ordnung. Die einen sind katholisch, die anderen evangelisch, wieder andere orthodox, jüdisch oder muslimisch oder Atheisten. Und wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben. Aber wir, und das ist entscheidend für die Demokratie, es ist nicht unsere Aufgabe, diese Unterschiede einzuebnen, weil das nämlich gar nicht funktioniert. Es kommt vielmehr darauf an, wie wir mit Konflikten und Meinungsunterschieden umgehen. Und da stellen sich drei wichtige Fragen. Wie streiten wir? Welche Grenzen dürfen wir dabei nicht überschreiten? Und an welche Regeln muss man sich dabei halten? Und ich denke, entscheidend für eine zivile, friedliche und demokratische Streitkultur ist, dass wir den anderen als gleichwertig sehen und auch dann, wenn er eine andere Meinung oder Herkunft hat. Das meint es, dass in solch einer Auseinandersetzung ja nur das bessere Argument zählen soll. Und diskutieren tun wir nämlich in der Demokratie immer auf Augenhöhe. Und der Bürger oder die Bürgerin, die mit mir diskutiert, diskutiert nicht mit der Obrigkeit, sondern sie diskutiert mit mir auf Augenhöhe. Und ich habe in der Diskussion auch nichts anderes erstmal als Argumente wie die Bürgerin oder der Bürger auch. Das muss man erstmal wissen. Das ist der Kern einer Debatte in einer Demokratie. Zweitens, wir müssen anderen ihren Raum lassen für sein persönliches Leben, wo er nach seiner Fasson glücklich werden kann, solange er andere nicht schädigt. Das ist das Toleranzgebot. Denn über Glaubensfragen, über Lebensstile, über auch Meinungen können wir uns nämlich im Ernstfall gar nicht einigen. Und das muss man einfach wissen. Und deswegen braucht man auch Toleranz und Respekt gegenüber dem anderen bestimmter Dinge, die jetzt jenseits der Sachauseinandersetzung sind. Das ist ganz wichtig. Und das betrifft alle Bereiche, die wir mit nur rationalen Argumenten gar nicht fassen können, wie zum Beispiel Glaubensfragen. Und schließlich natürlich, dass wir Konflikte, die sich aus dieser Unterschiedlichkeit ergeben, friedlich, zivil und ohne Gewalt austragen. Aber eigentlich mehr noch, aber das ist sozusagen das Minimum, eigentlich mehr noch auch mit Respekt. Und dann ist natürlich immer die Frage, wozu streiten wir? Nicht, man kann streiten, weil man halt eine Wut hat und streiten will und weil einem was nicht passt, ganz normal, gehört zum Leben. Aber Streit im politischen Raum, da erwartet man ja ein Ergebnis. Die Bauern, die streiten mit uns, erwarten ja ein Ergebnis. Also das heißt, man soll sich nicht zerstreiten, sondern der Streit soll ja ein Ziel haben, nämlich irgendwas, dass irgendwas bei der Sache rauskommt. Und es ist was anderes als ein Streit, wo nur Rechthaberei gilt. Ich meine, das kennen wir auch, solche Streits führen wir alle. Ja? Das gehört zum Leben auch dazu. Aber man muss einfach immer wissen, was für einen Streit führen wir gerade.
Und solche Streits im politischen Raum, wo es um die Zukunft etwa der Landwirtschaft geht und der Höfe, das hat keinen Wert, wenn man sich da nur rechthaberisch die Dinge an den Kopf schmeißt, da erwartet zum Schluss jeder Ergebnisse. So, und jetzt muss man einfach wissen, in der Demokratie gibt es halt nun mal keine Instanz, keine höhere Instanz, die uns sagt, was falsch und richtig ist. Das müssen wir nämlich selber rausfinden, indem wir argumentieren und streiten und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden und sie dann auch gemeinsam tragen. Und dann ist es am Ende so, in der Demokratie entscheidet am Ende die Mehrheit. Allerdings nicht eine x-beliebige, sondern die Mehrheit in Verfassungsorganen, in einem Gemeinderat, in einem Landtag, in einem Bundestag, in einem Europaparlament oder in einer Regierung. Ich sehe die Mehrheit in Verfassungsorganen, die entscheiden, und sie entscheiden Mehrheiten. Und das bedeutet, da wird nicht über Wahrheiten entschieden. Das ist ein großes Missverständnis. Als ich nach dem Volksentscheid Stuttgart 21, ich gehörte ja bekanntlicherweise auch zu den Gegnern, mit den Gegnern nochmal diskutiert haben, waren die über den Satz von mir empört, dass da nicht die Wahrheit gesiegt hat bei Stuttgart 21, sondern die Mehrheit. Stellen Sie sich mal vor, es wäre anders. Es würde sozusagen die Mehrheit, mit der Mehrheit würde auch die Wahrheit siegen. Das wäre für die Minderheit ja fatal. Da wäre die ja ausgegrenzt. Das wären ja sozusagen Idioten. Und das kann natürlich nicht sein. Und der Witz der Demokratie ist, dass die Minderheit von heute die Mehrheit von morgen sein kann. Das muss sie genau gewährleisten. Aber auch die Mehrheit bleibt immer an Recht und Gesetz und die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und kann nicht mal gerade Entscheidungen fällen, wie es ihr passt. Und es ist kein Zufall, dass die Demokratie zusammen mit dem Rechtsstaat entstanden ist. In Deutschland die Besonderheit, dass der Rechtsstaat längst vor der Demokratie entstanden ist. Nicht? Und das ersetzt Willkür durch Regeln. Nicht? Und die Regeln machen nämlich deutlich, der Streit führt auf Augenhöhe statt. Kein Mensch kann mehr Rechte für sich beanspruchen, als dem anderen zubilligt. Niemand steht über dem anderen und über uns steht nur das Gesetz. Es gilt die Herrschaft des Rechts. The rule of law. Darum haben wir keine Obrigkeit mehr in der Demokratie, sondern die Herrschaft des Rechts. Und wer stattdessen glaubt, es gäbe eine Wahrheit, die über ihm steht, der landet nämlich in der Diktatur. Denn da gibt es nur noch eine Lehre und alles andere wird unterdrückt. Und der Rechtsstaat verschwindet zugunsten von Willkür und Gewalt. Und was passiert, wenn man diesen Weg geht? Das sehen wir ja gerade in Russland. Wer gegen den Krieg ist, der wird eingesperrt, kommt ins Gefängnis und wird darin noch ermordet, wieder Nawalny. Nicht, das ist das, wo das enden kann. Und wer nicht will, wer will, dass Frieden und Freiheit bei uns im Land erhalten will, der muss deshalb die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigen. Und auch das ist ein Ziel, um das es heute Abend geht. Ja. Also wir sehen nochmal. Es geht zum einen um was ganz Konkretes, die Situation, die Perspektiven der Landwirte, um legitimen Protest und konkrete politische Ziele. Auf der anderen Seite geht es eben um die Art und Weise, wie wir in der Demokratie streiten. Und das ist eine These, die ich immer wieder wiederhole, die ist ganz einfach und heißt, zivilisierter Streit hält die Gesellschaft zusammen. Unzivilisierter treibt sie auseinander. Und ich bin überzeugt, die große Mehrheit der Menschen, die protestieren, denen geht es um die Sache. Und diejenigen, die eine andere Republik wollen, das ist die Minderheit. Trotzdem mache ich mir Sorgen, wenn ich mir die letzten Monate anschaue.
radikale Kräfte versuchen, die Agenda derjenigen zu instrumentalisieren, die für ihre ehrlichen Anliegen protestieren, die Neigung zu Gewalt wächst, Veranstaltungen werden blockiert, Traktoren werden gezielt zur Blockade eingesetzt oder um Absperrung der Polizei zu durchbrechen. Und die Bereitschaft zur Gewalt geht weit über die Proteste aus Anlass der Landwirtschaftspolitik hinaus. Im letzten Jahr registrierte das Bundeskriminalamt besonders viel politisch motivierte Angriffe auf Parteivertreter und Einrichtungen. Am häufigsten galten die Angriffe meiner Partei. Jetzt gibt es natürlich Stimmen, die hier und da sagen, das sei der selber schuld, dass es so weit kommt. Natürlich machen wir Fehler. Natürlich bringen wir auch die Leute auf die Palme. Und meine Partei bringt mich manchmal selber auf die Palme. Ja. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht jetzt nicht darum, ob die Grünen recht haben oder nicht. Es geht um die Aggression oder gar den Hass derer, die ein anderes Land wollen, die versuchen, die Wütenden vor ihren Karren zu spannen. Das richtet sich zurzeit gegen die Grünen. Wir sind gerade mal zurzeit die bösen Buben der Nation. In anderen Ländern richtet sich es gegen andere, denken Sie an die USA. Und machen wir es uns nichts vor, die vielleicht in 2 Jahren, wenn da andere regieren, kann sehr schnell auch andere treffen. Und es ist noch nicht sehr lange her, da skandierten die Menschen, die heute gegen die Grünen wettern, Merkel muss weg. Also, wohin führt das alles, wenn es so weitergeht, wenn Willkürfreiheit und Gewalt den Rechtsstaat aushöhlt? Das würde dazu führen, dass wir uns irgendwann einfach nur noch kompromisslos begegnen und dann kommen wir zu keinen Lösungen mehr und dann wird eine Gesellschaft zwischen unversöhnlichen Fronten wirklich aufgerieben. Etwas, das wir jetzt in den USA wirklich beobachten können. Und dann ist der innere Frieden dieses unglaublich hohe Gut. Und Herr Innenminister, ich stelle einmal fest, dass wir diese Metapher des inneren Friedens früher viel häufiger verwendet haben, um zu zeigen, was das für ein hohes Gut ist. Und ich glaube, jetzt, wo wir merken, er ist wieder an vielen Stellen gefährdet, müssen wir das wieder auch öfters nennen. Nicht der äußere Frieden ist natürlich noch wichtiger, weil der kann zum Krieg führen, aber auch der innere Frieden kann zu Zerwürfnissen führen und im schlimmsten Fall hat er schon zu Bürgerkriegen geführt. Nicht, das ist ja das Allerschlimmste, was es gibt. Also, in einer Welt, wo so komplex alles zusammenhängt und es einfache Lösungen einfach nur noch ganz selten gibt, werden wir dann auch nichts mehr erreichen, wenn unversöhnliche Fronten gegeneinander stehen. Also, wir sollten auch uns im Protest an ein paar Dinge halten. Wir sind eine Rechtsgemeinschaft und ein wohlgeordnetes Gemeinwesen. In diesem Gemeinwesen hält man sich an Regeln und meldet Demonstrationen an. Man demonstriert friedlich und behandelt die anderen mit einem Mindestmaß an Respekt. Das ergibt sich einfach aus unserem Grundgesetz. Steht allerdings schon in der Bibel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. So heißt es im Matthäusevangelium, geläufig ist es ja mehr unter der negativen Formel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das heißt, dieses Gegenseitigkeitsbetrieb, das bedeutet nicht an sich im wohlverstandenen Eigeninteresse. Ja, und das müssen wir uns einfach immer mehr klar machen, darum geht es. Also, sonst haben wir diesen Riss durch die Gesellschaft, wie wir in den USA ihn leider schon wahrnehmen müssen. Und ich denke, die vielen Demonstrationen jetzt gegen den Rechtsextremismus zeigen, dass sich die breite demokratische Mitte dagegen erhebt. Und es zeigt, dass die sogenannte schweigende Mehrheit und das wahre Volk
sich da zeigt, ist, die Populisten so anmaßen für sich reklamieren. Wir sind kein Land, das in der Mitte gespalten ist. Das will ich nochmal sagen. Wir sind kein Land, das in der Mitte gespalten ist, aber wir haben keine Garantie, dass es auch so bleibt. Wir leben in einer Zeit tiefer Umbrüche und rasanter Veränderungen, die auch dann bleiben, wenn andere regieren. Und es ist ja auch nicht so, dass Populismus und eine wachsende Demokratieverachtung ein deutsches Phänomen ist. Frankreich, Italien, die Niederlande, Ungarn, Skandinavien, die USA, überall gibt es ähnliche Entwicklungen. Also die These, dass an allem schuld die Ampel ist, ist offensichtlich etwas zu kurz gesprungen. Die regiert in diesen Ländern bekanntlich nicht. Es ist vielmehr so, dass Demokratie als Prinzip unseres Zusammenlebens angegriffen wird. Und das geht alle demokratischen Parteien an, wirklich alle. Und nicht nur jetzt beim Aschermittwoch ausgehen uns Grüne, weil wir da sozusagen die Opfer waren dieser Geschichte. Also es geht alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land an, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssen eben immer wieder gelebt, erneuert, und immer wieder erarbeitet und erkämpft werden. Und das müssen wir jetzt schmerzhaft lernen. Also jedenfalls meine Generation, die dachte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die Demokratie ist auf einem unaufhaltbaren Siegeszug. Und heute wurde festgestellt, vor wenigen Tagen von einer Institution, dass es noch nie so wenig wirklich demokratisch regierte Staaten gibt. Also ich glaube, es ist einfach wichtig für jeden von uns. Unsere Demokratie ist nicht perfekt, aber es ist das beste Deutschland, das es je gegeben hat. Das kann man wirklich so sagen. Ich komme gerade aus der neu konzipierten Ausstellung aus dem Jüdischen Museum in Laupheim. Also das, immer uns klar machen, Demokratie ist eben nicht nur eine Regierungsform, es ist auch eine Lebensform. Und das müssen sich alle vor Augen halten, die mit denen gemeinsame Sache machen, die an die Wurzel von Freiheit und Demokratie wollen. Gehen wir nochmal zurück nach Biberach. Wir hatten zwei Formen des Protestes. Die hier auf dem Giegelberg, schon geschildert worden, das war alles im Rahmen. Aber jetzt kommt was Entscheidendes. Sie hatte Erfolg, weil die Anliegen, die dort vorgetragen wurden, durchaus gerecht waren. Ja, es waren berechtigte Anliegen und sie hatten Erfolg. Ja, das, was die Bundesregierung geplant hatte, ist mal zu 60% zurückgenommen worden, wie die Kfz-Steuerbefreiung. Agrardiesel ist gestreckt worden. Das ist schon mal 60% Erfolg. Heute haben wir neue Dinge beschlossen und die haben Zusagen der Bundesregierung, wie es weitergehen. Und wir sind in der EU, ich denke nur mal an die Rücknahme der Flächenstilllegung. Also muss einmal sehen, ein gut gemachter Protest, wenn er berechtigte Anliegen hat, ist erfolgreich in der Demokratie. Man demonstriert also nicht umsonst. Ich meine, das ist doch was. Dann gab es die Demonstration in der Stadthalle. Was hat die zur Folge? Ich habe, glaube ich, eine Woche oder 14 Tage später war ich eingeladen, eine Fastenpredigt auf den Bussen zu halten. So, jetzt ist ja klar, der Staat kann sich ja das nicht gefallen lassen, was da passiert ist in Biberach, dass der Ministerpräsident in seinem eigenen Land auf einer Traditionsveranstaltung nicht sprechen kann. Das geht gar nicht. Also musste man das jetzt absichern mit einem großen Polizeiaufgebot und den ganzen Absperrungen und so weiter. Wollen wir so Fastenpredigten auf den Bussen halten? Natürlich nicht. Und da sieht man die Folgen der Veranstaltung
vor der Stadthalle, die waren nicht positiv, sondern negativ. Und ich denke, das ist doch, glaube ich, nochmal eine ganz einfache Sache, neben all den staatspolitischen, staatsphilosophischen Dingen, die ich Ihnen jetzt gesagt habe. Es ist auch ganz einfach. Das eine ist legitim, das ist berechtigt und das hat Erfolg. Und das andere ist illegitim und das hat keinen Erfolg. Und so muss es auch genau sein. So muss es auch genau sein. Ich will zum Schluss noch mal Ihnen eine Zeile vorlesen aus einem Essay, den der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck in einer überregionalen Zeitung geschrieben hat. Wir sind immer noch, das Volk ist es überschrieben. Ich lese Ihnen den Schluss vor. Ich weiß nämlich aus eigener Erfahrung, der ist ja in der DDR groß geworden, was es heißt, keine Menschen- und Bürgerrechte zu besitzen, keine Versammlungs- und Meinungsfreiheit, keine unabhängigen Gerichte, keine selbstverwalteten Interessensvereinigungen, keine Freiheit der Medien. Ich wünschte, die jungen Menschen und diejenigen, die nie in Unfreiheit leben mussten, könnten eine liberale Demokratie neu oder wieder zu ihrer inneren Überzeugung machen. Jetzt kommt der entscheidende Satz, denn wir, die Bürger, sind es doch, die die Freiheit entweder verspielen oder verteidigen und bewahren. Darum, meine Damen und Herren, geht es. Also es geht am Ende immer um unsere Freiheit. Und ich bin jetzt nochmal ganz beeindruckt von der Ausstellung in Laupheim. Leider kam ich eine Stunde zu spät, weil ein Lastwagen am Tragsteiner Hang einen riesen Stau verursacht hat. Konnte das also nur eine knappe halbe Stunde durch. Ein großartiges Museum, das kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. Und wie in einem Brennglas ist in dieser Stadt Laupheim und ihrer Geschichte unsere deutsche Geschichte zusammengefasst. Wie die Juden erstmal durch Erlasse ein Stück Freiheit bekommen haben und wie das dann Stück um Stück gewachsen ist und wie das zum Schluss in einem dramatischen geendet hat, in Flucht, Vertreibung und Ermordung dieser Menschen. Und wie das eine Stadt, die allmählich versucht hat, diese Bürger wirklich, wie wir heute sagen würden, zu integrieren, wie das gescheitert ist. Und wenn man genau sich diese anschaut, dann muss man einfach sagen, diese jüdischen Bürgerinnen und Bürger waren eben nicht mit dem Akt, mit irgendeinem Rechtsakt, nun wirklich einfach gleichberechtigt, sondern es waren immer Vorbehalte und Ressentiments da, nicht? Und damit war sozusagen ein Boden da, wo die Nazis dann am Ende zuschlagen konnten und wo viele schöne Seiten, wie sich diese Stadtentwicklung Gesellschaft zusammengefunden hat im Laufe der Zeit, wie das dann in einer Katastrophe geendet hat. Und ich glaube, das ist doch der Sinn solch eines Museums, dass man rausgeht und sagt, die Freiheit aller, das ist das Vermächtnis, das uns solch ein Museum geben will. Die Freiheit aller. Und das geht eben nur, wenn wir uns gegenseitig achten und an die Regeln und Gesetze halten, die wir uns ja selber durch unsere Volksvertretung gegeben haben. Und wenn wir das beachten, dann bleiben wir eine lebendige, starke Demokratie, indem wir auch mal streiten, dass die Fetzen fliegen, wie man so sagt, aber indem wir am Ende auch zusammenkommen und zusammenhalten.
Und das, glaube ich, soll das Signal dieses Abends sein. Und vielen Dank an alle, aber auch die Organe, die dafür zuständig sind, unsere Polizei, die das, wenn es dann nicht mehr so sicher ist, das sichern und das am letzten gewährleisten und dafür sorgen, dass der Staat sein Gewaltmonopol auch durchsetzen kann, um unser aller Freiheit zu gewährleisten. Und darauf kommt es an für eine gute Zukunft. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, Herr Landrat, Damen und Herren Abgeordnete, herzliches Grüß Gott, vor allem liebe Bürgerinnen und Bürger hier in Biberach, auf dem Giegelberg, aber wie man so sagt, auch zu Hause an den Bildschirmen in Oberschwaben und darüber hinaus. Ich will mich, Herr Oberbürgermeister und Herr Landrat, herzlich bedanken für die Einladung. Bin gerne gekommen. Bin immer gerne in Oberschwaben, will mich aber auch für die Veranstaltung bedanken und für die Idee, das zu machen, weil es ist wichtig im Leben, dass man miteinander redet. Immer besser, man schwätzt miteinander. Der Aschermittwoch 2024 war im Übrigen der Valentinstag am 14. Februar. Ist mit dem, was geschehen ist, ein markantes Datum. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns damit beschäftigen. Ja? Und auch damit verbundenen Verletzungen eine Plattform geben und ein Forum geben. Ich will aber vorneweg sagen, jedenfalls aus meiner Sicht, ist Biberach nicht der Aschermittwoch. Biberach ist Hightech mit Herz. Innovation trifft Idylle. So charakterisiert sich der Kreis. Ja. Die Stadt wird mit klein, stark, oberschwäbisch beschrieben. Und das hat mich immer begeistert. In Biberach, aber in Oberschwaben. Die Kombination aus innovativer Wirtschaftskraft und liebevoller Verbindung mit Tradition. Das kann man hier erleben wie an ganz wenigen anderen Orten. Der Barock, das Schützenfest, auch das gute Bier. Eine lebens- und liebenswerte Gegend, das ist Biberach. Und der von mir so sehr geschätzte Philosoph Udo Marquardt hat mal drei wichtige Worte geschrieben, finde ich. Zukunft braucht Herkunft. Und ich finde, nirgendwo kann man das so gut erleben wie im Oberschwäbischen. Weil das hier jeden Tag gelebt wird, sichtbar gelebt wird. Umso schmerzhafter ist das, was am Aschermittwoch hier in Biberach geschehen ist. Zur Wahrheit gehört freilich, dass das keine singulären Ereignisse waren. Denke an den Zusammenhang an den Hafen von Schlüttsiel, an andere Orte auf der Welt, Paris, Polen, Brüssel, an denen es ebenfalls zu Protesten und harten Auseinandersetzungen gekommen ist. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, damit soll nichts kleingeredet werden, nichts relativiert werden. Also ich will es einfach mal klar sagen, und das soll eine erste Botschaft von mir sein, Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Und
In Friedenszeiten ist Gewalt auch durch nichts, aber auch durch gar nichts in der politischen Auseinandersetzung zu rechtfertigen. Ja. Und noch etwas, sage ich seit vielen Jahren, Hass und Hetze. Also nichts anderes als Gewalt mit Worten. Geht leider sehr häufig der physischen Gewalt voraus. Im Anfang war das Wort, heißt es in dem alten Buch. Und leider lehrt uns die Geschichte, dass den Worten allzu oft schlimme Taten folgen. Deshalb noch einmal drei Worte, die wichtig sind. Wehret den Anfängen. Das fängt im Übrigen mit vermeintlichen Kleinigkeiten an, wenn in Diskussionen nicht nur sachlich argumentiert wird, sondern beispielsweise eine eigene Position moralisch überhöht wird und damit die Gegenposition moralisch diskreditiert wird. Das trennt, das einigt nicht. Und letztlich ist das ein Keim des Hasses, die Saat der Hetze im Diskurs, die zu unseliger Polarisierung führen kann und damit eben dem sachlichen und kontroversen Austausch schadet. Dabei ist dieser Austausch, dass man miteinander redet, gerade in unseren Zeiten extrem wichtig. Ja, also Krisen gab es immer. Ja. Aber wir haben schon herausfordernde Zeiten. Ja. Gerade mal 4 Jahre ist her, da kam so ein Virus, von dem wir alles noch nichts gehört hatten. Ja. Februar 2020. Ja. Im März waren wir dann schon mittendrin. Corona, dann der Überfall Putins auf die Ukraine, der Krieg in Israel, ja, und ganz schnelle disruptive Entwicklungen, die es natürlich auch bei uns gibt. Und ganz offen gesprochen, das gibt natürlich nicht nur Grund für Zukunftsoptimismus, sondern das gibt auch Anlass für Sorgen, für Zukunft. Sorgen. Und vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass wir eine zunehmende Schärfe in die Debatten bekommen. Früher war es ein bisschen anders. Da gab es eine andere Zuversicht, vor allem in der Generation meiner Großeltern und meiner Eltern. Die hatten vor allem eine Zuversicht, nämlich dass es ihren Kindern und Enkelkindern mal besser geht als ihnen selbst. Das ist heute anders geworden. Die Großeltern, die Eltern hatten nicht viel. Ja, nach dem Krieg war ja alles weg. Bei meiner Großmutter zweimal, Jahrgang 1903. Zweimal alles weg, im Ersten Krieg und im Zweiten Krieg. Heute ist es anders. In Teilen der Gesellschaft gibt es Verlustängste, die man mit Händen greifen kann. Das darf man nicht abtun. Ich finde, das muss man ernst nehmen. Aber klar, also ganz klar, das ist keine Rechtfertigung für Gewalt, aber vielleicht eine Erklärung für zunehmende Polarisierung. Ich will noch mal ganz konkret den Blick auf den Aschermittwoch in Biberach nehmen und einfach noch mal klar sagen, wer andere hindert, ihre Grundrechte auszuüben, wer unter dem Deckmantel der Demonstrationsfreiheit Hass und Hetze verbreitet, wer gegen unsere Polizei Gewalt ausübt, überschreitet eine Linie, die nicht überschritten werden darf. Und die Folge muss eigentlich sein, dass sich Demokratinnen und Demokraten darin einig sind und auch Widerstand leisten. Jedenfalls ist eines klar,
Im Land Baden-Württemberg hat das strafrechtliche Konsequenzen, harte Konsequenzen. Vor den Ereignissen in Biberach hat es im Übrigen Hunderte von Bauernprotesten in Baden-Württemberg gegeben, die friedlich und gewaltfrei stattgefunden haben. Hunderte. Unsere Polizei hat roundabout 55.000 Fahrzeuge auf diesen Demonstrationen begleitet. Und mir ist immer wieder gesagt worden, dass die Zusammenarbeit insbesondere mit den beiden Bauernverbänden eine kooperative und gute gewesen ist. Das war am Aschermittwoch in Biberach anders und das war nicht vorhersehbar. Und ich habe im Übrigen bislang nichts gehört, was mich denken lässt, dass der Einsatz der Polizei in Biberach falsch vorbereitet oder geplant gewesen wäre. Und wenn es dazu nachher detaillierte Fragen gibt, steht Ihnen der Polizeipräsident Weber und auch ich gerne zur Verfügung. Mit den Bildern und Ereignissen des Tages im Februar sind wir uns, hoffe ich, alle einig. Das darf sich in Baden-Württemberg nicht wiederholen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, das will ich auch sagen, hinterher ist man klüger. Ja? Und da ist es manchmal aus dem bequemen Sessel schon einfach, Kritik beispielsweise auch an Einsatzkräften zu üben, die oft in Sekunden entscheiden müssen, was sie an einer bestimmten Lage tun. Und deswegen ist es auch ein Gebot der Fairness denen gegenüber, die als Polizistin oder Polizist Tag ein, Tag aus ihren Kopf hinhalten für die Sicherheit in unserem Land, die im Übrigen Woche für Woche Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit für uns alle in unserem Land schützen. Dass wir diejenigen auch fair behandeln, wenn es einmal schwierig wird. Und deswegen will ich unseren Polizistinnen und Polizisten, die 24 Stunden, 7 Tage für uns pflichtbewusst und im Übrigen mit einer hohen Kompetenz und Expertise ihren Dienst tun, die unsere Demokratie, unsere Freiheit oft in schwierigen Demonstrationslagen schützen, Dankeschön sagen. Danke für diese Arbeit, danke auch für diesen Einsatz für unsere Demokratie. Also das ist ganz klar, Protest gehört zur Demokratie, freie Rede und Widerrede sind Kernelemente und unsere Polizei wird auch in Zukunft alles dafür tun, dass Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit gewährleistet sind und zwar für alle. Das ist der Auftrag der Polizei. Das ist im Übrigen der Anspruch der Polizei. Das ist auch mein Anspruch und wir werden alles tun, diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Ulm unter Leitung der örtlichen Staatsschutzdienststelle hat die Aufgabe, die Ereignisse vom Aschermittwoch in Biberach lückenlos aufzuklären. Das wird sie auch tun. Und da wird unter Hochdruck gearbeitet. Mit Blick auf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurde bereits eine Ermittlungsarbeit geleistet. Ich will Ihnen das mal konkret sagen. Wir haben jetzt 108 strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 47 namentlich bekannte Tatverdächtige, 48 Straftaten. Und um es an dieser Stelle klar zu sagen, da gibt es kein Vertun, das wird konsequent geahndet. Und natürlich werden sich diese Zahlen weiterentwickeln. Da sind wir ja mitten in den Ermittlungsarbeiten. Lassen Sie mich noch einen Blick in die Zukunft machen. Ganz konkret, meine sehr verehrten Damen und Herren, finden am 9. Juni
in Baden-Württemberg die Kommunal- und die Europawahlen statt. Die regionalen Polizeipräsidien treffen in enger Abstimmung mit dem Landeskriminalamt bereits weit vor der eigentlichen Wahl alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, um einen störungsfreien Verlauf des Wahlkampfes und von Wahlkampfveranstaltungen zu gewährleisten. Das LKA hat dafür schon Ende Februar eine Informationssammelstelle zur ständigen Bewertung und Intensivierung des fortlaufenden Informationsaustausches eingerichtet, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und angepasst reagieren zu können. Ja. Sodass wir einen guten Überblick haben durch diese ISA beim LKA und wir werden auch ein ständiges Lagebild haben. Allen zur Wahl zugelassenen Parteien stehen Ansprechpersonen bei den regionalen Polizeipräsidien zur Verfügung. Nehmen Sie das gerne in Anspruch. Dafür ist unsere Polizei da. Wir haben vor einigen Jahren eine zentrale Ansprechstelle für Amts- und Mandatsträger eingerichtet, nachdem wir festgestellt haben, dass es eine zunehmende Aggression gegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderäte und so weiter gibt. Samat ist Ihr Name beim LKA. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann dort 24 Stunden, 7 Tage die Woche anrufen, wenn man ein Problem hat mit Aggression und Gewalt. Wir haben im Übrigen festgestellt, dass seit dem 14. Februar die Beratungsfälle um das Dreifache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen sind. Das zeigt jedenfalls, dass dieses Beratungsangebot wichtig ist. Wir haben das jetzt ausgebaut, schon vor einiger Zeit, dass nicht nur Polizistinnen und Polizisten in diesen Fällen beraten, sondern es auch eine fachlich kompetente psychosoziale Beratung dort gibt. Ich habe im Übrigen jetzt gelesen, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, eine solche Anlaufstelle bundesweit einzurichten. Bei uns gibt es diese Ansprechstelle schon seit einigen Jahren, 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche und im Übrigen nicht nur für gewählte Mandatsträger. Jetzt bei den Wahlen können sich alle Kandidatinnen und Kandidaten, ja, die irgendwie der Meinung sind oder sich bedroht fühlen, Aggression ausgesetzt sind, können sich an Zammert beim LKA wenden. 24 Stunden, 7 Tage die Woche und Sie erhalten dort kompetenten Rat und gegebenenfalls entsprechenden Schutz. Und selbstverständlich werden wir die Ereignisse in Biberach, wie das immer ist, in die polizeilichen Einsatzvorbereitungen einspeisen, wie im Übrigen die Ereignisse in Biberach sorgfältigst aufgearbeitet werden, und zwar in alle Richtungen. Das machen wir immer so. Wir haben eine ziemlich gute Polizei. Die ist aber deswegen so gut, weil es ein selbstlernendes System ist. Und obwohl wir ziemlich gut sind, wir den Ehrgeiz haben, es jeden Tag noch einmal ein bisschen besser zu machen. Das ist auch mein Anspruch an die Polizei und das wird dort jeden Tag auch gelebt. Daraus haben wir, der Ministerpräsident hat das dann erwähnt, auch sehr kurzfristig die Konsequenz gezogen, dass Versammlungen politischer Parteien, auch Versammlungen von Landwirten mit erhöhtem polizeilichen Kräfteeinsatz begleitet werden. Also noch einmal, unsere Polizei tut auch in Zukunft alles dafür, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit zu schützen und dafür zu sorgen, dass Grundrechte von allen ausgeübt werden können. Lassen Sie mich noch eines sagen, ein Appell. Unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Das wird manchmal im Alltag vergessen, aber nichts ist selbstverständlich. Wer es nicht glaubt, möchte in andere Länder blicken.
Und eines ist meine ganze feste Überzeugung, meine Damen und Herren, eine Demokratie ohne engagierte Demokraten wird nicht überleben. Und deswegen braucht es auch Menschen, die sich für diese Demokratie einsetzen. Da muss man nicht gleich zum Held werden, aber vor einigen Wochen ist Alexei Nawalny verstorben, den ich kennenlernen durfte, als er sich bei uns im Schwarzwald von einem Mordanschlag, von einem Giftanschlag für einige Zeit erholt hat. Deswegen müssen wir immer dran denken. Ja. Demokratie braucht Demokraten. Sonst wird das nichts mit der Demokratie. Und das darf auch nicht nur leer gesagt werden, sondern das muss gelebt werden, insbesondere in einer Zeit, wo unsere Demokratie unter Druck ist, von außen und von innen, wie sie es seit 75 Jahren nicht gewesen ist. Freilich nicht nur bei uns in Baden-Württemberg und nicht nur bei uns in Deutschland, sondern eigentlich überall in der Welt, in Europa, schauen Sie in unsere Nachbarstaaten, schauen Sie in die USA, das macht es aber alles nicht besser. Und deswegen ist es klar, legitimer Protest, berechtigte Anliegen, ja, nach Recht und Gesetz durchgeführt von Bauern oder von wem auch immer. Das ist Bestandteil unserer Demokratie. Das schützt unsere Polizei. Gegenüber den Feinden unserer Demokratie stellen wir uns aber gemeinsam und stark auf, weil wir auch eine wehrhafte Demokratie sind. Und das sollen die wissen, die es nicht gut meinen, mit unserer Demokratie. Und vielleicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann von dieser Veranstaltung hier in Biberach auf dem Giegelberg heute auch das Signal ausgehen, dass Demokratinnen und Demokraten in diesem Land zusammenstehen und sich gegebenenfalls gegen die Feinde der Demokratie wehren. Vielen Dank, Herr Landrat und Herr Oberbürgermeister, für die Idee dieser Veranstaltung. Und vielen Dank Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie sich heute Abend Zeit nehmen. Offensichtlich ist Ihnen an unserer Demokratie etwas gelegen. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz für unsere Demokratie. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum zweiten Teil des heutigen Abends, durch den ich Sie ein Stück weit begleiten darf. Mein Name ist Gerd Mägerle, ich bin Redaktionsleiter hier bei der Schwäbischen Zeitung. Und wir haben jetzt, glaube ich, so knappe 40 Minuten Zeit. Der Herr Strobel muss um 20.45 Uhr los, habe ich gehört, um Fragen zu beantworten in einer Podiumsrunde. Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld dazu aufgefordert, Fragen per Mail einzuschicken. Es sind ungefähr 70 Fragen eingegangen. Davon drehen sich ungefähr die Hälfte konkret um den Aschermittwoch und im Besonderen auch um den Polizeieinsatz. Da haben wir ja jetzt schon einiges heute Abend dazu gehört. Wir haben aber jetzt heute Abend auch hier den Polizeipräsidenten Bernhard Weber aus Ulm zu Gast, der uns sicherlich da auch noch ein paar Dinge hoffentlich sagen kann und auch ein paar Gerüchte, die vermutlich auch in den letzten Wochen hier durch die Gegend schwirren, die wir hier auch bei den Medien wahrgenommen haben, zu beantworten. Wie gesagt, wir würden jetzt mit einer Runde starten mit Fragen, die eingeschickt worden sind. Wir haben uns aber kurzfristig entschieden, diese Runde nachher auch für Fragen von Ihnen aus dem Publikum zu öffnen. Ich denke, das ist in Ihrem Sinne. Wir werden nachher ein Saalmikrofon hier haben und können dann von Ihnen auch Fragen hier entgegennehmen, die das Podium dann hoffentlich beantworten kann.
Gut, wir würden starten. Herr Weber, ich würde mit Ihnen, wie gesagt, beginnen. Wir haben mitbekommen, dass hier ein großer Polizeieinsatz am Aschermittwoch gelaufen ist. Die erste Frage, die mehrfach auch von Bürgerseite gekommen ist, inwiefern war die Polizei informiert über das, was am Aschermittwoch hier vor der Stadthalle, um die Stadthalle passieren würde? Gab es Hinweise, dass das möglicherweise zu gewalttätigen Protesten kommen könnte? Was war Ihnen bekannt bei der Polizei in Ulm im Vorfeld? Ja, hört man mich? Ja. Herr Ministerpräsident, verehrte Herren, liebe Gäste, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen hier zu der Veranstaltung. Ich möchte einen kleinen Abriss geben, das, was die Polizei an diesem Aschermittwoch erlebt hat und vor allem auch, was vorangegangen ist. Wir haben uns auf eine Veranstaltung hier eingestellt, auf zwei Veranstaltungen, zum einen die hier auf dem Giegelberg und zum zweiten die Traditionsveranstaltung der Grünen in der Stadthalle. Bei solchen Einsatzvorbereitungen werden wir immer alle unsere Informationsquellen, die uns zur Verfügung stehen, bemühen, um zu sehen, was passiert, was erwartet uns. Und Sie können versichert sein, wir machen das sehr, sehr sorgfältig. Bei dieser Einsatzlage hatten wir keinerlei Hinweise, wirklich keinerlei Hinweise, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen könnte, dass es zu Gewaltaktionen kommen könnte, dass es zu Aggressionen kommen könnte. In unsere Lagebeurteilung haben wir auch einfließen lassen, dass wir seit Jahresbeginn, also seit Jahresbeginn 2024 bis zum politischen Aschermittwoch insgesamt 164 Bauernprotestlagen polizeilich mitbegleitet haben, bei denen keine Gewaltaktionen stattgefunden haben. Die Bauern, ich sage das ganz bewusst so, das sind wirklich vernünftige Menschen gewesen, die wir bis dahin in unseren Einsatzlagen zu betreuen hatten. Die sind polizeilichen Anweisungen immer nachgekommen und gefolgt. Manchmal widerwillig, das gebe ich zu, aber sie haben diese Anordnungen befolgt. An diesem Aschermittwoch sind wir dann überrascht worden, dass schon sehr, sehr früh Traktoren angefahren sind aus verschiedenen Richtungen. Sehr früh, das heißt ab 3 Uhr morgens. Veranstaltungsbeginn von diesen beiden Veranstaltungen war ja 10 Uhr bzw. 10.15 Uhr. Diese Traktoren, die sind sofort in Richtung Stadthalle gelenkt worden und vor der Stadthalle abgestellt worden. Zunächst, das liegt aber in der Natur der Sache, gab es auch leichte Verkehrsbehinderungen, aber auch diese Bauern, die dort angekommen sind, haben die polizeilichen Anweisungen befolgt und ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß abgestellt. Wir mussten zwar in einem oder anderen Fall auch Straßen noch mit parkenden Traktoren belegen, aber das lag einfach in der Natur der Sache. Aber wie gesagt, es war da noch nichts Besorgniserregendes. Aufgrund dieses Umstandes, dass der Polizeiführer annehmen musste, dass sich an der Stadthalle ein neuer Brennpunkt entwickeln könnte, hat er sofort und richtigerweise Kräfte nachgefordert. Wir hatten für den ursprünglichen Einsatz 90 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt. Man muss dazu wissen, dass in der Vergangenheit diese Traditionsveranstaltung der Grünen mit ein paar Streifenwagen polizeilich begleitet wurde. Mehr war nicht notwendig. Der Polizeiführer hat dann, wie gesagt, Kräfte nachgefordert und hatte innerhalb kürzester Zeit etwa 200 Kräfte hier vor Ort, was weit ausreichend gewesen ist. Diese anfahrenden Bauern, das waren zunächst Bauern, das ist ganz einfach so, die hatten schon während der Anfahrt zum Teil Dinge gemacht, die nicht entschuldbar sind und die völlig unanständig sind. Ich denke da an das Abladen von Mist aus irgendwelchen Anhängern. Ich denke da an das Anzünden von Strohballen, auch weit außerhalb von Biberach. Dinge, die von der Polizei nicht verhindert werden konnten, wie gesagt, weil sie auch außerhalb von Biberach stattgefunden haben. Im Laufe der Zeit, im Laufe des Vormittags, hat sich vor der Stadthalle eine Menschenmenge von etwa 700 bis 800 Menschen eingefunden. Ich möchte aber betonen, dass der überwiegende Anteil dieser Menschen anständige, normale Menschen gewesen sind, die zum einen diese Traditionsveranstaltung besuchen wollten, die zum einen, es waren sicherlich auch Bauern drunter, das wissen wir, das haben wir auch gesehen, die auch ihre Proteste hier loswerden wollten. Das waren alles Dinge, die völlig normal gewesen sind. Wenn Sie sich erinnern, die Kollegen, die vor der Stadthalle in Polizeikette aufgestellt waren, die waren nicht in einer geschlossenen Kette, sondern das war eine Kette mit Zwischenräumen. Das war deshalb so, weil ganz klar war, die Menschen, die da sind, das ist kein marodierender Mob, das sind normale Menschen, die wollten einfach dahin. Die Kollegen, die vor der Stadthalle gestanden haben, die haben mit den Menschen da geredet, das waren ganz normale Unterhaltungen. Was auffällig war, es waren einige da, die sehr viel Lärm und Krach gemacht haben. Die waren da, die hatten
Buben dabei, die hatten Musikinstrumente dabei, die hatten gegrölt, geschrien. Ich denke, das war Konzept. Das war Konzept, und zwar von den, ich sage es jetzt mal so, das sind für mich Chaoten gewesen, die das gemacht haben. Die hatten auch gar nichts anderes im Sinn, als hier die Menschen zu beunruhigen, zu beeinträchtigen. Denn ist es meiner Meinung nach auch gelungen. Im Laufe der Zeit hat sich auch eine Situation entwickelt, entlang der Stadthalle, an einem Seitenzugang, da waren zwei Fahrzeuge des Personenschutzes des Bundeskriminalamts abgestellt. Das waren Fahrzeuge, die den Landwirtschaftsminister Herrn Özdemir abholen sollten. Die Fahrzeuge standen dort schon eine Weile, und im Bereich dieser Fahrzeuge hat sich ebenfalls eine Menschenmenge eingefunden, die sich einfach fortgesetzt hat von dem Platz vor der Stadthalle. Als diese beiden Fahrzeuge wegfahren sollten, um den Herrn Minister aufzunehmen, war das zunächst nicht möglich, weil die Menschen eben dort standen. Und es ist sehr bedauerlich, dass auf wiederholte Aufforderung der Polizei sich diese Menschen dort nicht entfernt haben. Es blieb deshalb den Kolleginnen und Kollegen gar nichts anderes übrig, wie wiederholt und nochmal aufzufordern und dabei auch unmittelbaren Zwang anzudrohen. Unmittelbaren Zwang in Form von Einsatz des Pfeffersprays und von Schlagstock. Auch diese Androhung hat nichts gebracht, sodass schlussendlich tatsächlich diese Einsatzmittel angewandt werden mussten. Der Platz konnte dort geräumt werden, die Fahrzeuge konnten wegfahren, der Platz konnte auch freigehalten werden. Bevor die Fahrzeuge wegfahren konnten, ist ein Umstand passiert, was in den Medien auch überall bekannt gegeben worden ist. Da ist nämlich ein Meterstab gegen eines dieser beiden Personenschutzfahrzeuge geschleudert worden und hat dabei auch eine Seitenscheibe beschädigt. Damit war die Lage aus polizeilicher Sicht beendet. Es waren immer noch die Krawallmacher vor Ort. Das ist unbestritten. Die waren sehr lautstark. Und ich habe es vorher schon mal gesagt, meiner Meinung nach haben die auch die Absicht gehabt, die Menschen, die dort gestanden sind, zu beeinträchtigen. Ich wage sogar zu behaupten, die hatten die Absicht, die Veranstalter, die diese grüne Veranstaltung durchführen wollten, auch sehr intensiv zu beeinflussen. Es kam dann in dieser Situation zu einem Gespräch zwischen den Veranstaltern, deren Sicherheitsdienst und der Polizei, wie der Fortgang der Dinge sich gestalten sollte. Ich habe es eben gesagt, aus polizeilicher Sicht war die Lage bereinigt. Ich darf auch dazu sagen, die Polizei hat sich von diesem Krach nicht beeinflussen lassen. Denn die Polizei ist es leider gewohnt von vielfältigen polizeilichen Einsatzlagen, von Versammlungen, von Fußballspielen, Fußballveranstaltungen, von politischen Versammlungen, bei denen es oft mal Gegenveranstaltungen gibt. Wir sind das gewohnt und wir wissen, mit solchen Dingen umzugehen. Darum war das für uns keine große Angelegenheit. Und wie gesagt, die Lage war bereinigt. Wir haben deshalb auch dem Veranstalter gesagt, aus unserer Sicht kann die Veranstaltung durchgeführt werden. Es gab ein Zugangskonzept, das mit dem Veranstalter vorher schon abgestimmt war, und es gab ein Störerkonzept, wenn in der Halle was passieren sollte. Ich habe große Hochachtung vor der Entscheidung der Veranstalter, wenn die Veranstaltung dann abgesagt worden ist, denn es war durchaus zu erwarten, dass der ordnungsgemäße Ablauf der Veranstaltung, wenn diejenigen, die da draußen Krach gemacht haben, wenn die da reingehen, dass dieser ordnungsgemäße Verlauf nicht gewährleistet werden kann. Die Veranstaltung ist dann abgesagt worden, wie gesagt, die Versammlung, die vor der Stadthalle stattgefunden hat, die hat noch eine Weile angedauert, bis die Versammlungsbehörde der Stadt Biberach auch diese Versammlung beendet hat. Die Polizei hat dann noch einige dieser Versammlungsteilnehmer im konkreten Dialog wegschicken müssen. Schlussendlich haben alle diesen Bereich, das war dann etwa so gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr verlassen. So ist die Angelegenheit aus polizeilicher Sicht verlaufen. Wenn dann, und das ist leider passiert, wenn dann kolportiert worden ist, dass die Polizei nicht in der Lage war, die Sicherheit zu gewährleisten, dann stimmt das ganz einfach nicht. Das ist nicht richtig. Es gab heikle Situationen, es gab heikle Lagen. Die Polizei hat sehr schnell gehandelt, als es zu einer Lageänderung gekommen ist, hat sehr schnell Kräfte nachgefordert, hat die Kräfte auch bekommen und war dann in der Lage, diese Situationen vor der Halle, also gerade die Abfahrt der Personenschutzfahrzeuge, schlussendlich zu gewährleisten und auch die Zugangsfahrten und Zugangsstrecken freizuhalten. Okay, Herr Weber, vielen Dank. Jetzt haben wir das mal sehr ausführlich gehört. Ich glaube, das war jetzt auch wichtig, dass man aus Polizeisicht das nochmal im Originalton mal hört, wie sich die ganze Lage aus Ihrer Sicht dargestellt hat. Ich nehme mit, Sie sagen, aus Sicherheits,
Sicht hätte die Veranstaltung stattfinden können. Sie sagen aber auch, und ich glaube, das war auch der Eindruck von einigen, die vor Ort waren, wenn diese Leute in die Halle gegangen wären und man versucht hätte, diese Veranstaltung unter, ich sage mal, geordneten Bedingungen abzuhalten, das wäre sehr schwierig geworden vermutlich. Also das, glaube ich, ist der Eindruck von vielen gewesen, die da auch mit dabei waren. Das Thema Meterstab interessiert mich nochmal, weil das eines war, was auch uns hier und die Medienvertreter immer wieder beschäftigt hat und wir auch immer wieder gefragt wurden, kann denn das sein? Jetzt nochmal die ganz direkte Frage. Ich habe tatsächlich aus zwei polizeilichen Quellen, aus unterschiedlichen Quellen gehört, es gäbe Videomaterial bei der Polizei, auf dem man sehen könne, wie dieser Meterstab die Scheibe durchschlägt. Stimmt das? Also es gibt Videomaterial von dem Meterstab, wie er durch die Luft segelt, wie er durch die Luft geworfen worden ist. In dem Fahrzeug, das von diesem Meterstab getroffen worden ist, saßen drei Kollegen, zwei vom Bundeskriminalamt und einer vom Polizeipräsidium Ulm. Der Kollege vom Polizeipräsidium Ulm saß auf dem Rücksitz dieses Fahrzeugs und der Meterstab, der hat auf der Seite eingeschlagen. Der ist dann auf dem Rücksitz gelandet, neben dem Kollegen vom Polizeipräsidium Ulm. Also das heißt, wir haben den Meterstab und mittlerweile haben wir auch den Werfer dieses Meterstabs ermitteln können. Der hat einen Besuch von uns bekommen, früh morgens um 6 Uhr und war dann sehr überrascht. Okay, gut, dann haben wir auch... Dann haben wir auch diesen Punkt hoffentlich endgültig geklärt. Herr Strobel, Sie wollten... Nur um es vielleicht noch mal klarzustellen, es ist ja da ein Video schon in beachtlicher Art und Weise geteilt worden, wo die Behauptung aufgestellt worden ist, dass man auf diesem Video erkennen könne, dass ein Polizist diese Scheibe eingeschlagen hätte. Ja. Und da muss man einfach mal klipp und klarstellen, dass das von Anfang an eine gelogene Geschichte gewesen ist und da wir jetzt einen hinreichenden Tatverdächtigen haben, ist einmal eindeutig klar, dass das keine Polizeibeamtin und kein Polizeibeamter gewesen ist. Das wollte ich einfach nochmal zur Klarheit hier sagen. Okay. Herr Weber, eine Frage vielleicht auch noch. Sie haben vorhin den Einsatz von Pfefferspray auch erwähnt. Das war auch immer Thema der Diskussion. Wie verhältnismäßig denn dieser Einsatz war? Sie haben gesprochen, es gab davor Warnungen durch die Polizeibeamten, den Weg frei zu machen. Das heißt, aus Polizeisicht war das verhältnismäßig? Oder was muss gegeben sein, um das einzusetzen? Also wenn der Einsatz nicht verhältnismäßig gewesen wäre, dann hätte er nicht erfolgt. Das kann ich dazu sagen. Also aus meiner Sicht, und ich habe keinen Zweifel, dass er unverhältnismäßig gewesen sein sollte. Okay. Herr Ministerpräsident Kretschmann, Sie haben diese Woche im Interview mit der Kollegin bei der Schwäbischen Zeitung gesagt, dass Sie nach einigen Tagen oder nach dem Nachdenken überlegt haben, dass es vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war, kehrt zu machen, nicht nach Biberach zu kommen. Sie haben gesagt, Sie hätten kommen sollen. Wie kam es zu dieser Überlegung oder wie kam es zu der Erkenntnis? Und was hätten Sie hier in Biberach gesagt oder gemacht, wenn Sie hier angekommen wären? Also ich war auf der Fahrt hierher und habe dann über meine Personenschützer, von denen sitzt der eine in meinem Fahrzeug, einfach erfahren, dass jetzt da, das ist eine schwierige Lage schon, dass im Schwange ist, die Veranstaltung abzusagen. Ja, dann sind wir an die Seite gefahren, etwa eine Viertelstunde. Und dann kam die Nachricht, die Veranstaltung ist definitiv abgesagt. Ja, dann habe ich halt mal ganz spontan gehandelt und habe gesagt, na, ich fahre jetzt ja nicht auf eine Veranstaltung, die definitiv abgesagt ist. Ja. Also das, was halt ein normaler Mensch macht. Ja. Aber sag mal, das... Es war immer mit einer erheblichen Verzögerung, war natürlich klar, also so einfach ist die Sache nicht. Ich meine, der Ministerpräsident wird aufgrund der Vorkommnisse gehindert, in seinem eigenen Land eine Traditionsveranstaltung zu machen. Das ist einfach ein gravierender Einschnitt. Ich könnte mich an sowas nicht erinnern. Und dann dachte ich mir, wenn ich mir das sofort
So überlegt hätte, wäre ich mit ziemlicher Sicherheit hingefahren, um zu sehen, was da los ist. Ja? Das ist ja klar, nicht? Und insofern muss ich sagen, das war eine zu spontane Entscheidung, die ich so im Nachhinein nicht so gemacht hätte. Ja. Aber meinen Sie, Sie hätten hier irgendwie das Wort ergreifen können oder hätten hier einfach? Darum geht es gar nicht, aber dass man einfach guckt, was ist da los und sich da mal sozusagen selber ein Ansehen verschärft, weil da kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass das Mordsdebatten gibt, nicht? Und das hat da einen ganz einfachen Grund. Man geht dann vor Ort und guckt, was da los ist. Und das habe ich aus irgendeinem Grund so spontan einfach nicht gemacht. Und das würde ich heute nicht mehr so machen. Herr Strobel, jetzt haben wir ja heute Abend, als wir in die Halle gekommen sind, alle gesehen, was hier an Polizeiapparat und Einsatzkräften aufgefahren ist. Es wird mit Anmeldungen gearbeitet, man wird kontrolliert, es sind hier weiträumig Absperrungen. Der Polizeihubschrauber kreist gefühlt schon den ganzen Tag über der Stadt. Die Streifenwagen fahren durch die Stadt. Die Fastenpredigt auf den Bussen haben wir gerade erwähnt vorhin. Ist das jetzt die neue Realität, die wir hier erleben, auf die wir uns einstellen müssen, jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es um Wahlkampf geht? Werden Veranstaltungen künftig so ablaufen, wie wir das hier sehen? Also Sie können sich vorstellen, dass ich sehr dankbar wäre, wenn wir nicht so viel Polizei einsetzen müssten bei solchen Veranstaltungen, weil ob Sie es glauben oder nicht, die können sich auch mit anderen Sachen beschäftigen. Ja, da gibt es genug Arbeit für unsere Polizistinnen und Polizisten. Aber stellen wir uns mal nur eine einzige Sekunde, auch nach dem, was der Ministerpräsident gerade gesagt hat, vor, es täte sich das, was am 14. Februar war, wiederholen. Da würde doch sehr heftig die Frage gestellt werden, habt ihr eigentlich überhaupt nichts gelernt? Ja. Und deswegen fließen die Erfahrungen natürlich auch von dem, was am 14. Februar hier in Biberach gewesen ist, in die Einsatzplanung mit ein. Nicht nur hier im Polizeipräsidium Ulm, sondern insgesamt bei Veranstaltungen in Baden-Württemberg. Und deswegen müssen wir leider politische Veranstaltungen, auch bestimmte Demonstrationen, dann mit einem beachtlichen Polizeiaufgebot schützen. Ich hoffe nicht, dass das dauerhaft die Normalität ist, weil, wie gesagt, unsere Polizistinnen und Polizisten können sich ganz gut auch mit anderen Sachen beschäftigen. Jetzt haben wir heute gelesen, darf ich noch mal ergänzen? Ich finde schon, das zeigt, wie es zugeht in einer Gesellschaft, auch wie ihre Sicherheit gewährleistet wird und gewährleistet werden muss. Das ist die allererste Aufgabe des Staates, ist die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Wenn Sie die großen Staatsphilosophen anschauen, das war immer ihre allererste Begründung, warum sie überhaupt einen Staat braucht. Es hängt also von der Bürgerschaft selber ab. Und Gewalt hat solche Folgen. Überlegen Sie mal, wenn wir heute fliegen, müssen wir alle durch diese Schleusen durch. Das ist ein Ergebnis eines terroristischen Aktes in Flugzeugen. Das hat übrigens angefangen mit der RAF. Die RAF und ihre Mordtaten und ihre Terror in der Weite hat einfach dazu geführt, dass wir auf eine ganz andere Schwelle von Sicherheit gehen. Sie kommen heute in kein Parlament mehr einfach so rein. Das war vorher ganz anders. Da sind sie zum Vortrag gesagt, haben Chris Gott gesagt, noch sind sie da hochgegangen auf das Podium. Also ich will noch mal sagen, das ist ganz wichtig. Der Staat muss das gewährleisten. Aber welchen Aufwand er macht und was das für uns alle zum Schluss bedeutet, das ist letztlich etwas, was nur gelingt, wenn die Breite in ihrer Bürgerschaft das tut,
was der Minister und ich heute in unseren Reden versucht haben, was die Prinzipien sind. Und dann kommen wir, und das, die Hoffnung dürfen wir nie aufgeben, dann wieder in eine Gesellschaft, wo vieles, das wir heute machen müssen, gar nicht mehr nötig ist. Die Bild-Zeitung schreibt heute, der Einsatz auf den Bussen hätte 331.000 Euro gekostet. Herr Strobel, was kostet denn das heute hier? Kann ich Ihnen nicht sagen, können wir Ihnen aber ausrechnen. Machen wir ganz transparent. Ich will nur noch mal vielleicht ein Beispiel sagen, um es einfach ein bisschen ins Licht zu setzen. Wir haben etwa Wochenenden, wo wir über 1.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz haben wegen Fußballspielen. Ja? Das müssen wir machen, weil bei diesen Hochrisikospielen die Gefahr besteht, dass es wirklich Verletzte gibt. Über 1.000 Polizisten an einem Wochenende zum Thema Fußball. Interessanterweise hat da noch nie jemand mich gefragt, was das kostet. Allerdings auch da gilt, ja, dass die Polizei die Sicherheit bei Fußballspielen gewährleistet. Ja, das ist unsere Ambition, unser Ehrgeiz, dass die Mama mit dem 3-jährigen Kind ohne Angst zu haben auf jedes Fußballspiel gehen kann. Das ist unser Ehrgeiz und deswegen machen wir das und tun im Übrigen große Anstrengungen, sind wir bundesweit auch führend, gucken viele andere Länder auf uns und machen uns das inzwischen nach, dass wir über die Stadionallianzen weniger Polizeieinsatz brauchen, weniger Polizisten brauchen, mehr Sicherheit hinbekommen. Und genauso wie bei den Veranstaltungen geben wir auch beim Fußball die Hoffnung nicht auf und arbeiten dafür, dass wir das nicht brauchen. Ja? Aber solange es die Lage halt erfordert, solange die Sicherheitslage es erfordert, müssen wir das beim Fußball machen und müssen wir es auch leider derzeit bei Veranstaltungen dieser Art machen. Und ich hoffe sehr, dass das nicht von Dauer sein wird. Und wir wieder so eine Veranstaltung auch machen können, dass dann draußen ein Streifenwagen oder zwei Streifenwagen mit 2 oder 4 Polizisten sind. Das wäre, glaube ich, im Sinne aller, Herr Kretschmann. Ja. Das ist jetzt etwa 10 Jahre her, da habe ich eine Fastenpredigt in Schemmerhofen gehalten. Da waren, glaube ich, 600 Leute. Wenn ich mich richtig erinnere, war da halt irgendwie 3 Polizisten und meine Personenschützer. Weil das gar nicht erforderlich war. Warum auch? Nicht, also ich will auch mal sagen, das ist einfach eine Frage, wie geht es zu in der Gesellschaft? Nicht? Und darum ist es nochmal wichtig, gegen solche Kräfte, die einfach denken, sie können nur ihre Aggression und Schlimmeres machen, dass wir denen Einhalt gebieten, weil das ist jetzt lieber so, das kostet am Ende unglaublich viel Geld und ich habe es ja gesagt, war wahrscheinlich die teuerste Predigt seit dem Papst. Ja. Und wir sind hier wahrscheinlich die teuerste Talkshow von Biberach. Herr Zeidler, Herr Glaser, Sie waren ja an dem Aschermittwoch beide in der Halle. Wir haben uns da auch gesehen. Sie haben auch mitgekriegt oder zumindest in Teilen mitgekriegt, was da vor der Halle los ist. Gab es irgendwann mal einen Moment, das waren Fragen, die hier auch mehrfach gekommen sind, wo Sie sich überlegt haben, gehen wir da jetzt irgendwie in diese Situation rein, unternehmen wir da irgendwas, also sprich, kann man da vor die Halle gehen, möglicherweise auf die Menge versuchen einzuwirken, das irgendwie in geordnete Bahnen zu bringen. Was waren Ihre Gedanken an dem Morgen? Also zum einen bin ich mit dem Landrat eigentlich den ganzen Morgen unterwegs gewesen. Wir waren erst hier oben auf dem Giegelberg, sind da auch nicht erkannt worden, das ist nur ganz nebenbei. Sind da mehrfach angesprochen worden, was wir denn da eigentlich suchen würdet. Weil wir natürlich so gewandet waren, wie man uns kennt. Und dann haben wir mitbekommen, dass die Situation
um die Halle herum ein bisschen schwieriger geworden ist. Und dann haben wir gesagt, jetzt können wir nicht warten, bis das Cem Özdemir oben ist, dann am Giegelberg, das wollten wir eigentlich nicht hören, und sind dann runtergegangen in die Halle. Und haben uns erst in der Halle ein bisschen aufgehalten und dann sind wir mal die Treppenanlage runtergelaufen, haben uns das angeschaut. Und dann gab es dann eine Situation, wo eine SWR-Kamera und ein Kamerateam rausgegangen ist und dann wurde da massiv Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse skandiert. Und zwar nicht nur im Bereich der Giegelbergstraße, sondern relativ nah am Eingang der Halle. Und da war mir und vermutlich auch dem Landrat klar, dass wir diese Menschen dort nicht hätten erreichen können. Und deswegen sind wir dann auch wieder zurück in die Halle. Was dann auch noch interessant ist, wenn ich das noch kurz mal berichten darf. Ich bin dann um 11.45 Uhr, wurde dann in der Halle bekannt gegeben, dass die Veranstaltung abgesagt wird oder ging es in die Richtung. Und dann bin ich aus der Halle raus und ich bin bewusst vor der Halle raus. Also zum Seiteneingang raus und dann die Giegelbaustraße runter und dann an den Demonstranten vorbei. Eine einzige Frau hat mich angesprochen, was ich da davon halte. Sie ist ja Landwirtin aus Mietingen und hat mich gefragt. Ansonsten bin ich da rumgelaufen, habe Fotos gemacht, habe mir das angeguckt und habe auch so das mal auf mich wirken lassen, weil ich das auch auf mich wirken lassen wollte. Mich hat da kein Mensch erkannt. Das mal so als Hinweis. Hat Sie denn jemand erkannt, Herr Glaser? Naja, ich war zu dem Zeitpunkt, als der OB vor der Halle war, war ich bereits auf dem Weg ins Landratsamt. Deswegen da auch relativ schnellen Fußes kann ich dazu gar nichts sagen. Was ich aber gemacht habe, war am Nachmittag dann nochmals vor die Halle zu gehen, um mir das anzuschauen. Da habe ich durchaus Leute gesehen, die ich auch gekannt habe, natürlich. Das haben sich viele angeschaut im Nachhinein. Nochmals, ich bin durch den Seitenausgang hinaus, zu diesem Zeitpunkt konnte man vorne nicht raus. Es war wie geschildert so, dass da wirklich laut skandiert wurde. Und bin dann über den Markt gelaufen, da war ja Martini-Markt, zwei Welten, da war es völlig ruhig, da war dann die Großmutter mit dem Enkel einkaufen. Fastenmarkt, Entschuldigung, was ja, genau, Dankeschön. Was wirklich seltsam war, ja, in diesem Zusammenspiel. An der einen Stelle wird laut geschrien, es brennt, es lodert. Es standen auch Menschen da mit Kettensägen, erinnere ich mich, die haben laufen lassen. Und auf dem Marktplatz wenig weiter war das normale Biberacher Leben. Herr Strobel, es gab mehrfach jetzt im Vorfeld auch die Frage, ob denn bei den Demonstrationen mit zweierlei Maß gemessen wird. Also sprich, gegen Menschen, die sich auf die Straße pappen, geht man mit der scharfen Härte des Gesetzes vor und andere mit ihren Traktoren dürfen sich da ziemlich viel erlauben. Also gibt es da irgendwie unterschiedliche Regelungen? Es wurde auch immer wieder in Fragen angeregt, ob man denn nicht Proteste mit Traktoren oder mit größeren Maschinen verbieten könne, um solche Bilder zu vermeiden. Was sagen Sie da dazu? Fangen wir bei dem letzten Punkt an. Bitte um Nachsicht, das ist eine juristische Frage, die ich auch nur juristisch beantworten kann. Wir haben eine sehr gefestigte Rechtsprechung, die sagt, dass Fahrzeugkorsos von der Demonstrationsfreiheit des Artikel 8 unseres Grundgesetzes umfasst sind. Ja? Das ist also durch das Grundgesetz geschützt, so sagen die Gerichte, dass man auch mit Fahrzeugen demonstrieren darf. Und dazu gehören auch Traktoren. Ja. Und die Gerichte sagen, insbesondere wenn es einen Zusammenhang gibt mit dem Zweck der Demonstration und dem Verwenden der Fahrzeuge, ist es umso mehr geschützt. Ich will die Rechtsprechung gar nicht kommentieren, nur wir sind an sie gebunden. Ja, wir sind an sie gebunden, die gilt für uns, ich kann das nicht ändern. Möglicherweise könnte es der Gesetzgeber ändern,
indem er in ein Gesetz hineinschreibt, das Demonstrieren mit Schleppern ist verboten. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das ein verfassungsmäßiges Gesetz wäre oder ob nicht das Bundesverfassungsgericht am Ende des Tages sagt, das ist eine unzulässige Einschränkung der Demonstrationsfreiheit, weil es muss auch erlaubt sein, mit Fahrzeugen zu demonstrieren. Die Richter gehen bei der Auslegung des Demonstrationsrechts sehr, sehr weit. Da das eine Essenziale unserer Demokratie ist, kann man das begrüßen, aber freilich kann man auch eine etwas kritische Haltung haben. Ich jedenfalls habe das nicht erstritten, solche Urteile. Das haben in der Vergangenheit andere gemacht. Die erste Frage ist sehr wichtig, die Sie stellen, wird mit zweierlei Maß gemessen. Da will ich mal wirklich klipp und klar sagen, nein. Ja. Es ist der Sinn und Zweck unseres Demonstrationsrechts, dass unsere Polizei schützt, dass man auf einer Demonstration alles verzapfen darf. Auch den größten Unsinn. Ja. Man darf auf Demonstrationen auch lügen. Und die Polizei schützt diese Demonstration. Das ist gerade der Sinn des Demonstrationsrechts, ja, dass man das erzählen darf, was man halt erzählen möchte. Die Grenze ist das Strafrecht, die Grenze ist, dass nicht Grundrechte anderer unzulässigerweise eingeschränkt werden dürfen. Und deswegen gilt bei den Klimaklebern wie bei den Landwirten exakt bei der Baden-Württembergischen Landespolizei der gleiche Maßstab. Es hängt überhaupt nicht davon ab, ob wir das gut oder schlecht finden, was die da machen, ja? Sondern es gilt ein reiner Rechtsmaßstab. Bei uns gibt es Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit beinhaltet es auch, Unsinn zu erzählen, die Unwahrheit zu erzählen. Und es wird bei uns in einer freien Demokratie geschützt. Klar ist aber auch, da wo eine Grenze überschritten wird, und um das auch nochmal zu sagen, diese Grenze ist in Biberach am 14. Februar von einigen überschritten worden, hat es harte Konsequenzen. Da wo Straftaten begangen werden, wird das in Baden-Württemberg konsequent ermittelt und hat auch harte Konsequenzen. Und genauso finde ich im Übrigen es auch richtig so. Jetzt war das ja in Teilen ein stehender Korso, den wir hier in Biberach am Aschermittwoch hatten. Hat das denn auch Konsequenzen seitens der Stadt, die ja für den ruhenden Verkehr zuständig ist? Sprich, auch das wurde gefragt, hat man da die Kennzeichen aufgeschrieben? Gibt es da Strafzettel und so weiter, Herr Zeidler? Was macht die Ortspolizeibehörde da? Also das ist eine tolle Frage, weil das ist wirklich das Thema, das die Biberacher direkt am meisten mich herangetragen haben. Das ist das, was sozusagen, wo der ordnungsrechtliche Teil der Bevölkerung dann sagt, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wenn ich am Samstag mal 10 Minuten länger irgendwie unterwegs bin, dann ist die Stadt gleich da. Also ich, dem Grundtenor schließe ich mich da dem Innenminister an. Auch wir werden diese Verstöße ahnden. Es gibt da Videomaterial dazu. Man muss jetzt allerdings Folgendes wissen. Die Parksituation oder das Abstellen der Schlepper, das war so ein bisschen eine mobile Geschichte. Und wir mussten im Laufe des Vormittags immer den einen oder anderen Straßenzug dann noch freigeben, damit die Traktoren dort abgestellt werden konnten. Es waren derartig viele Traktoren in der Stadt und es ist in enger Absprache mit der Polizei erfolgt. Es gibt Videomaterial, das haben wir diese Woche, wir sind ja zurzeit in sehr engen Kontakt mit dem Polizeipräsidium. Das Videomaterial wird uns zur Verfügung gestellt und dann werden wir das ahnden, insbesondere die Schlepper und oder die Traktoren, die dann die Straßen komplett zugemacht haben. Also das kann man sich, denke ich, auch nicht bieten lassen. Auf was wir verzichtet haben, denke ich, das war eine gute Entscheidung, ist an dem Tag rote Knöllchen an Traktoren zu hängen, weil dann, glaube ich, wäre die Stimmung vollends ganz der Bach untergegangen. Okay, dann haben wir auch die Frage jetzt geklärt. Ich würde an der Stelle die Runde aber jetzt tatsächlich aufmachen, weil uns sonst die Zeit wegläuft. Wir haben hier den Herrn Achberger, ich glaube, da hinten ist er mit dem Mikrofon, mit der Mikroangel, und würden die Runde jetzt einfach aufmachen, wenn Sie Fragen haben. Ein paar kleine Spielregeln, bitte sagen Sie kurz Ihren Namen. Stellen Sie eine Frage, nicht bitte ein Co-Referat halten, sondern eine Frage stellen.
sagen Sie, an wen Sie die Frage richten möchten hier auf dem Podium, und gucken Sie, dass wir uns thematisch irgendwie so an dem entlanghangeln, um was es heute Abend geht. Und wenn Sie sich da einigermaßen kurz fassen und die Herren auf dem Podium auch, dann schaffen wir, dass wir tatsächlich hier auch noch ein paar Fragen unterbringen. Also, wer hätte denn eine Frage? Ich hier vorne, ja. Die Dame im Weißen, ja genau, das Mikro kommt zu Ihnen. Mein Name ist Birgit Neuke, ich bin vom Kreisverband der Bündnis 90 Die Grünen. Ich war also in der Stadthalle, als das stattgefunden hat. Ich möchte wissen von allen Beteiligten, wie kann die Diskussionskultur in unserer Gemeinschaft verbessert werden, sodass es wirklich zu einem Austausch kommt? Es sind alle angesprochen. Wer möchte antworten? Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen zu... Schon viel gehört zur Diskussionskultur. Herr Glaser. Ich habe am wenigsten gesagt, deswegen nehme ich mir das Mikrofon. Weil die Frage natürlich sehr allgemein ist. Sie ist aber natürlich auch richtig. Wir haben ja jetzt gerade sehr viel doch über den politischen Aschermittwoch in Biberach gesprochen. Und die Stoßrichtung, die Norbert Zeidler und ich eigentlich hatten, waren ja die, nach vorne zu schauen und genau diese Frage in den Mittelpunkt zu rücken. Wie können wir eigentlich wieder besser, anständig miteinander diskutieren? Es war ja viel in der Rede vom Ministerpräsidenten und auch vom stellvertretenden Ministerpräsidenten enthalten. Das Thema Respekt, das Thema Toleranz, das Thema aufeinander eingehen. Das heißt aber zunächst für mich, und da gibt es eine ganz klare Antwort, wir müssen uns wieder öffnen. Und zwar alle, nicht nur die, die laut schreien vor der Halle, sondern auch die, die in der Halle sind. Wir müssen wieder anfangen, uns aufeinander zuzubewegen und andere Meinungen zuzulassen. Man muss sie nicht gut finden, man muss sie nicht teilen, aber man muss sie sehen und tolerieren. Und daran fehlt es. Wir sind alle Neudeutsche in unserer Bubble inzwischen und schauen nicht mehr hinaus. Und das wäre mein großer Ansatz, zu sagen, wir müssen uns wieder mehr öffnen. Wir müssen uns auch manchmal überlegen, ist das, was ich denke und sage, tatsächlich richtig? Oder könnte nicht auch etwas anderes richtig sein? Uns etwas auch vielleicht aus unserer Komfortzone, die wir ja oft haben, mit einer gewissen Zeit auch herausbewegen. Das ist, glaube ich, ein Teil meiner Antwort auf Ihre Frage, die zugegeben ja sehr allgemein gefasst war. Vielen Dank. Herr Kretschmann. Schauen wir mal, was unser aller Übervater Immanuel Kant dazu gesagt hat. Erstens, selber denken. Der Fortschritt ist seit dem Aufsatz, was ist Aufklärung, da ist einiges passiert. Zweitens, er nannte das die Maximen des gemeinen Menschenverstandes. Zweitens, den anderen denken. Da ist schon nicht mehr so gut bestellt, ja. Also es heißt auch, sich in den Standpunkt des anderen zu versetzen. Und drittens, mit sich in Übereinstimmung denken. Also mal auch gucken, ob das, was man selber rausschwätzt, nicht selber voller Widersprüche ist. Also ich denke, das sind einfach, wenn Sie auch jetzt über 200 Jahre alt sind, gute Hinweise, wie man zu einem guten Streit in der Gesprächskultur kommt. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne haben wir zwei, Achberger. Einmal hier und einmal hier. Haben wir erst Reihe 3 und dann Reihe 2, oder? Oder erst Reihe 2, gut. Mein Name ist Friedrich Weindler. Ich habe eine konkrete Frage. Das gab mindestens eine Person, die vor der Stadthalle mit einer Kettensäge ein meines Erachtens nach sehr hohes Bedrohungspotenzial aufgefahren hat. Kann man da nicht von der Behörde, also behördlicherseits hergehen, um so jemanden die Kettensäge abzunehmen? Herr Weber, ich glaube, da müssten Sie in die Bütt. Dieses Szenario ist der Polizei bekannt. Der hatte eine Kettensäge, allerdings war keine Kette aufgelegt. Also der hatte... Der hat die Kette, und das war das, was ich vorher gesagt habe, der hat diese Säge benutzt, um einfach Krach zu machen.
Ich glaube, jeder und jede kann denken, was das für ein Schwachsinn ist. Ich sage das jetzt einfach so deutlich, weil ich so denke, ein solches Instrument, eine solche Maschine mit zu einer solchen Versammlung zu nehmen, das zeigt für mich auch, genauso wie diejenigen, die Pyrotechnikmaterial mitgebracht haben, die wollten nicht anständig demonstrieren, die wollten Krach machen, die wollten Theater machen, das sind Krakeler, das sind Querulanten und Chaoten gewesen. Und die gehören nicht auf eine Veranstaltung. Okay, die nächste Frage. Mein Name ist Michael von Lüttwitz von der Stadtzeitung und ich möchte eine Frage an den Polizeipräsidenten stellen. Ich bin eigentlich ernüchtert über das, was Sie sagen und was ich erlebt habe in der Seidenstraße. In der Seidenstraße gab es überhaupt keine einzige Warnung von der Polizei. Es gab einen Polizisten, der hat einen Schlagstock gehoben, dann haben die anderen den Schlagstock gehoben und sind nach vorne geprescht. Ein Polizist hat einfach wahllos, ohne Warnung, ohne alles, Pfefferspray in die Menge gesprüht, wahrscheinlich auch noch Polizisten mit erwischt und das mehrmals. Und außerdem habe ich auch in die Autos geschaut, auf dem Rücksitz saß niemand. Sie sagen, da wäre jemand gesessen. Wie erklären Sie diese Dissonanz zwischen Ihrer Aussage und meinem persönlichen Erlebnis vor Ort? Herr Weber? Ich beginne mit der zweiten, mit der zweiten Eingabe. Ich kann Ihnen versichern, es saßen in diesem Fahrzeug, in dem der Meterstab eingeschlagen hat, 3 Kollegen drin. Doch. Und wie gesagt, bei einem der Kollegen, der auf dem Rücksitz saß, ist dieser Meterstab neben dem auf dem Sitz eingeschlagen und dort gelandet. Das Zweite, was Sie gesagt haben, ich weiß nicht, wie weit Sie weg waren von den Kolleginnen und Kollegen, die diese Durchsagen getätigt haben. Also ich kann Ihnen nur das wiedergeben, was mir wiedergespiegelt worden ist. Und ich habe daran überhaupt keinen Zweifel, dass diese Aussagen getätigt worden sind, dass diese Durchsagen getätigt worden sind und auch, dass der unmittelbare Zwang angedroht worden ist, bevor er angewandt wurde, und zwar wiederholt. Gut, weitere Fragen? Darf ich eine kleine Ergänzung machen? Das sind alles Dinge, die im Übrigen aufgearbeitet werden. Es gibt ja reichhaltig Videomaterial über das Ganze. Und da werden solche Dinge aufgearbeitet, wie inzwischen es auch aufgearbeitet ist, dass die Behauptung, ein Polizist habe die Scheibe eingeschlagen, einfach nachgewiesenermaßen falsch ist, weil wir das Videomaterial inzwischen hinreichend gesichtet haben und sagen können, das stimmt nicht und so werden wir es hier auch machen. Und dann steht es am Ende des Tages fest. Gut, haben wir noch Fragen? Danke für den Hinweis. Ja, der Sache wird nachgegangen, es wird aufgearbeitet und da so viele Videoaufnahmen gemacht worden ist, wird sich herausstellen, ob die Polizei entsprechend den unmittelbaren Zwang angedroht hat, wie es der Herr Weber geschildert hat, oder ob die einfach losgeschlagen haben, so wie Sie das schildern. Gut, das haben wir jetzt auch gehört, genau. Ja. So, hier ist noch eine Frage. Ja. Ja, mein Name ist Wolfgang Dürrenberger, ich bin bei den Grünen, war Ordner in der Stadthalle und bin dann ca. 13.15 Uhr vor die Stadthalle gegangen und bin eigentlich mit Namensschild und Abzeichen Grüner leicht erkennbar gewesen. Ich möchte nur bemerken, dass ich mit 15 Leitungen vorgesprochen habe, von denen keiner Landwirt war. Aber meine Frage ist vermutlich an den Herrn Zeidler zu richten. Nach meiner Erinnerung wurde ca. 13.30 Uhr, so ähnlich hat es auch der Herr Strobel, glaube ich, gesagt, erst durch Beschluss der Stadtverwaltung die Versammlung aufgelöst. Warum? Frage, warum nicht früher? So, das nehme ich an und nehme ich nicht an. Das Ende der Veranstaltung ist nicht durch die Stadtverwaltung bekannt zu geben, sondern durch den Veranstalter. Und das, was der Herr Weber gemeint hat, das ist das, was wir aufgelöst haben vor der Stadthalle. Da waren noch parkende Traktoren und die waren noch auf dem Parkdeck unterwegs. Und das ist die Versammlung, die Stadt dann aufgelöst hat, die mein Ordnungsamt dann aufgelöst hat. Und für die Bekanntmachung, dass der politische Aschermittwoch der Grünen ausfällt oder nicht stattfindet, ist der Veranstalter zuständig und nicht die Stadtverwaltung.
Also vielleicht habe ich mich ungenau ausgedrückt. Meine Frage ist, warum wurde die Versammlung vor der Stadthalle, die nicht genehmigte Demonstration ohne Versammlungsleiter, erst 13.30 Uhr durch Beschluss der Stadtverwaltung aufgelöst? Ich kann mich jetzt leider nur wiederholen. Also die Versammlung, die wir aufgelöst haben, war das, was dann noch auf dem Parkdeck stattgefunden hat. Das hat unser Ordnungsamt gemacht. Bekannt zu geben, dass diese Versammlung ausfällt, ist doch Aufgabe des Veranstalters. Beendet erklärt hat. Ich weiß, ob Sie es verstanden haben. Oder schweizer irgendwie ich schwäbisch. Also ich glaube, er meint die Proteste vor der Halle. Warum sind die erst um 13.30 Uhr aufgelöst worden? Es geht nicht um die angesetzte Veranstaltung von den Grünen. Die war ja davor schon abgesagt. Kann ich Ihnen so nicht sagen. Dann müssen wir da jetzt eine Antwort schuldig bleiben. Jetzt war hier vorne noch eine Frage. Und dann müssen wir, glaube ich, langsam auf die Uhr gucken. Ja, guten Abend, mein Name ist Brömel Zubel, ich komme aus Laubheim. Ich war Teil der Veranstaltung und zwar wollte ich auch auf die Veranstaltung des politischen Aschermittwochs gehen. Eine Frage an Sie, Herr Mägerle, war die. Später habe ich erfahren, dass bereits um 10.30 Uhr im Live-Ticker der Schwäbischen Zeitung drin stand, die Veranstaltung des politischen Aschermittwochs der Grünen wurde aufgelöst. Ich stand 22:45 immer noch vor der Stadthalle und habe gewartet und gewartet mit vielen anderen auch. Es ist niemand vor die Tür gekommen, niemand hat gesagt, liebe Anwesenden, die Veranstaltung ist abgesagt. Alle, die vor der Halle warteten, und das war quer durch alles politische Couleur, haben nichts erfahren vom Veranstalter, dass diese Veranstaltung abgesagt worden ist. Irgendwann sind die Leute gegangen und später habe ich erfahren, dass im Live-Ticker der Schwäbischen Zeitung drin stand, schon um 10.30 Uhr die Veranstaltung wurde bereits abgesagt. Jetzt kenne ich natürlich nicht unseren Live-Ticker auswendig. Meine aber, um 11.30 Uhr gab es das Pressestatement in der Halle, wo die Veranstaltung abgesagt wurde. Und ich meine, zu diesem Zeitpunkt haben wir das dann auch auf unserer Website veröffentlicht. Also 10.30 Uhr hielte ich jetzt für zu früh. Die Frau Reinalter nickt. Ich meine, es war 11.30 Uhr. Okay, ob jemand raus ist und es gesagt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Da war ich nicht dabei, deswegen kann ich Ihnen nicht beantworten. So, haben wir noch eine letzte Frage. Ganz hinten winkt's. Nochmal kurz. Ja. Ach so. Also mein Name ist Beatrix Sommer aus Schussenried. Also das war auch meine Frage. Ich stand vor der Halle und es kam niemand raus und hat diese doch laute, für viele unangenehme Situation aufgelöst. Keiner der Veranstalter. Das ist mir vollkommen unerklärlich. Man hätte ja diese krisige Situation beenden können, indem man gesagt hätte, Leute, wir sagen das ab und ihr könnt nach Hause gehen. Wäre doch eine super Sache gewesen. Ich verstehe es nicht. Die andere Frage ist, können Sie, Herr Weber, die Straftaten außer falsch parkenden Traktoren genauer benennen? Also mich wundert die Zahl von, ich weiß nicht, 78 oder 170 hart zu ahndenden Straftaten. Ich habe gerade im Spiegel gelesen vor ein paar Tagen, die Silvesternächte in Berlin, da wird überhaupt nichts geahndet, 2 oder 3 oder so stand da drin. Also das verwundert mich jetzt, dass Biberach diese hohe Zahl von hart zu ahndenden Straftaten. Können Sie die konkret benennen, wo wer angegriffen wurde? Also es gibt verschiedene Straftatbestände, zu denen mittlerweile auch Tatverdächtige ermittelt worden sind. Der Herr Minister hat es vorher gesagt, wir haben aktuell 48 Tatverdächtige und diesen werden 67 Straftaten zugeordnet.
Das sind Straftaten beginnend von Sachbeschädigung, von Körperverletzung, Landfriedensbruch, schwerer Landfriedensbruch, Nötigungstatbestände und, und. Wie gesagt, aktuell 68 Straftaten, 67 Straftaten, für die 48 Tatverdächtige ermittelt worden sind. Es gibt noch einige Bereiche, die, für die noch keine Tatverdächtige ermittelt worden sind. Das sind etwa 30, 40 Straftaten, aber das ist unsere Ermittlungsgruppe immer noch dran an der Sache. Und wir haben festgestellt, der Herr Minister hat es auch vorher gesagt, wir sind sehr schnell in den Ermittlungen. Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Wir haben innerhalb der letzten Woche, ich glaube, 20 Straftaten mehr aufklären können. Gut, mit Blick auf die Uhr würde ich, was, noch eine letzte, aber jetzt, das ist wirklich die allerletzte dann. Danke, Herr Megerle. Ich möchte das aufklären. Ich bin der Niemand, der vor die Stadthalle getreten ist, mit dem Herrn Sanitzky vom SGS hinter mir und einer Reihe Polizisten und die Veranstaltung auch nach draußen abgesagt hat. Allerdings ist meine Stimme nicht in der Lage, den Mob mit der Kettensäge zu überschreien. Das ging einfach nicht. Also wir haben sowohl im Internet abgesagt, als auch vor der Halle. Wir haben aber darauf verzichtet, ein Schreiduell mit dem Mob zu machen. Vielen Dank. So, dann haben wir den Punkt zum Schluss auch noch geklärt. Jetzt haben wir natürlich doch sehr viel über den Aschermittwoch und den Einsatz und so weiter diskutiert und sehr wenig darüber, wie wir politisch in Zukunft miteinander streiten und diskutieren wollen. Aber ich glaube, so wie jetzt auch die letzten 40, 45 Minuten gelaufen sind, so stellen wir uns das auch vor, dass man miteinander diskutieren kann, dass man miteinander schwätzt. Haben wir heute auch schon mehrfach gehört. Das haben wir jetzt gemacht. Ich sage Ihnen von dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Ich sage auch den Herren herzlichen Dank, dass Sie sich hier an diesem Abend den vielen Zuschauern und Interessierten gestellt haben. Und das Schlusswort jetzt obliegt dem Herrn Glaser. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegen nun zwei lange spannende Stunden, sogar etwas mehr, hinter uns. Es ist viel gefragt und auch viel gesagt worden, und ich möchte jetzt am Ende nicht nochmal alles erläutern und koreferieren. Ziel des Abends war, dass wir als Stadt und als Landkreis Biberach die Ereignisse des Aschermittwochs, aber auch die komplexe gesellschaftliche Lage insgesamt einordnen. Und diese Einordnung des heutigen Abends empfinde ich für mich als enorm wertvoll. Und es soll uns zugleich auch ein Anreiz, vielleicht sogar eine Inspiration sein, um sich selbst zu fragen, wie kann in Zukunft politischer Diskurs oder Dissens hart in der Sache und dennoch respektvoll im Miteinander gelingen. Das fängt bei mir und jedem persönlich an. Ich habe diesen Abend als Beispiel und Ermutigung erlebt. Oberbürgermeister Zeidler und ich sind sehr dankbar, dass Sie, sehr geehrter Ministerpräsident Kretschmann, und Sie, sehr geehrter Herr Innenminister Strobel, sich sofort bereit erklärt haben und unserer Einladung hierher nach Biberach gefolgt sind. Nochmals herzlichen Dank dafür. Biberach durfte sich heute so als würdiger Gastgeber beweisen. Als Dankeschön werden wir Ihnen nachher noch ein paar Köstlichkeiten aus dem Landkreis mit auf den Weg geben. Neben Ihnen möchte ich mich ebenso im Namen von Herrn Oberbürgermeister Zeidler bei Herrn Polizeipräsident Bernhard Weber für die Teilnahme am Podium und bei Herrn Mägerle für die Moderation des heutigen Abends bedanken. Dankeschön. Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen, die sich sonst für das Gelingen dieses Abends eingesetzt haben. Die bereits mehrfach erwähnten Polizistinnen und Polizisten, den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, den Technikern hier in der Halle, ganz besonders beim Referenten des Oberbürgermeisters, bei Simon Mendt, der den Abend heute federführend vorbereitet hat. Wir bedanken uns bei der Presse für die Berichterstattung,
Wir bedanken uns beim Sicherheitsdienst und bei vielen, vielen mehr. Eine solche Veranstaltung in so kurzer Zeit auf die Bühne zu stellen, ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Meinen besten Dank dafür. Aber natürlich bedanke ich mich vor allem bei Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, aber auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream für Ihr Interesse, für Ihr Engagement bei der Fragerunde heute Abend, aber auch bereits im Vorfeld. Ich möchte schließen mit zwei zentralen Gedanken und dafür einen Politiker und Staatsmann zitieren, den ich sehr bewundere. Richard von Weizsäcker sagte einst: Demokratie lebt vom Streit, von der Diskussion um den richtigen Weg. Deshalb gehört zu ihr der Respekt vor der Meinung des anderen. Ja, meine Damen, meine Herren, die Demokratie zeichnet nicht nur das Ringen und der Diskurs um die richtigen Antworten auf die sich uns stellenden gesellschaftlichen Fragen aus, sondern auch die Notwendigkeit, die Meinungsvielfalt zu erkennen, sie zuzulassen und mit gegenseitigem Respekt mit der Meinung anderer umzugehen. Die Grenzen des Umgangs sind das eine. Die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen, ist aber das Wesentliche. Dazu müssen wir aufeinander zugehen. Wer andere Meinungen nicht tolerieren kann, kann Demokratie nicht leben. Es ist nicht immer einfach und es ist auch nicht immer angenehm, sich argumentativ einem Meinungsaustausch zu stellen. Aber es ist der Kern unserer demokratisch verfassten gesellschaftlichen Grundordnung, gerade dies zu tun. Und wer sich darauf nicht einlässt, gefährdet unsere Demokratie im Kern. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, rufe ich Ihnen auch zu, beteiligen Sie sich aktiv oder passiv bei den anstehenden Kommunalwahlen und bei den Europawahlen. In diesem Sinne danke ich Ihnen allen auch, dass Sie heute Abend an diesem Abend teilgenommen haben. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg und hätte eine Bitte an Sie. Heute ist lange Einkaufsnacht in Biberach. Gehen Sie hinunter ins Städtli und genießen Sie Biberach, so wie wir Biberach gerne genießen, und erfreuen Sie die Gastronomie und die Einzelhändler mit ihrer Anwesenheit. Ganz herzlichen Dank.